Ja, wird gestattet. Wir fangen jetzt einfach einmal ein leichtes Familiengespräch an von der geistigen Familie, wie ich immer sage, mal schauen, wo es uns hintreibt. Bevor ich jetzt auf den Startknopf gedrückt habe, ist das Thema gewesen, wie mächtig, wenn einem bewusst wird, wie mächtig der eigene Intellekt ist, der zweite in uns. Und ich kann dann immer wieder nur darauf hinweisen, dass wenn wir jetzt als Mensch unter Menschen, als Brösel unter Brösel reden, dass die Erfahrung dir klar sein muss an dir selbst, dass wenn du die einfachsten Sätze von Holofeeling das erste Mal hörst, das ist wie mein Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Jeder, der das erste Mal hört, hält zuerst einmal inne und sagt, das geht nicht. Bis man dann die Lösung sieht. Und genauso ist es, wenn ich dir sage, dieser zweite, dieser Intellekt in dir, deine Logik, ich sage, du bist logisch, aber nicht geistreich. Logisch ist eine geistlose Maschine. Das ist so mächtig, dass wenn der erste in dir auftaucht, das kannst du nicht oft genug hören, glaub es mir. Und ich dich auf Sachen jetzt als Lautsprecherstimme, als Udo, auf Sachen hinweist, die wirklich 100% sicher sind. Holofeeling ist wirklich der einzige Denk- oder Glaubenssystem, das nur mit hundertprozentig sicher auf der Stelle hier und jetzt überprüfbaren Fakten arbeitet. Wenn ich dich jetzt auf solche Fakten hinweise, schon wenn einer diskutieren will, wirst du feststellen, dass 99% aufgrund eines jetzigen extrem fehlerhaften Glaubens dir vollkommen unlogisch und damit zwangsläufig als falsch erscheinen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ein Gedanke, den du nicht denkst, der existiert nicht. Eine Information, die von dir Geist nicht angeschaut wird, die jetzt erst einmal existieren muss, existiert, der aus dir heraustreten muss, aus deinem tiefsten Innern, existiert nicht. Dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Dann wirst du merken, wie die Logik in dir, deine Fehlprogrammierung, die ja ganz bewusst wie die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen erschaffen wurde, wie die rebelliert. Und jetzt, das ist der eigentliche Kern, dass 99,9% all dieser angeblichen Fakten, die eigentlich nur Dogmen und Axiomen sind, deiner Erziehung, die du nur vom Hörensagen kennst, aufgrund einer Programmierung dir logisch erscheinen, obwohl du die nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, ist es für dich trotzdem hundertprozentig sicher. Und jetzt weise ich dich als der Erste auf was hin, was wirklich hier und jetzt von jedem Kind sofort überprüfbar hundertprozentig sicher ist. Und die Logik ist so mächtig, dass es sagt, es stimmt nicht. Der dich darauf hinweist, ist ein Spinner. Das ist, wir kennen ja den Vorgang, Helene. Seit einem vierten Jahrhundert spielen wir das durch und das jetzt erst, und jetzt rede ich immer noch bewusst chronologisch. Das heißt, du musst erst das unbewusste chronologische Denken überwunden haben. Und da musst du der Erste werden, weil ich ja behaupte, ich bin du. Du musst es nur für dich, es geht für dich. Feststellen, dass es so ist. Punkt. Es sollte dich nicht mehr interessieren, was von dir ausgedachte Menschen glauben, sondern du kannst ganz klar beobachten, wenn du jetzt träumst, dass du dir Menschen ausdenkst, natürlich unter Zwang, träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt und wie du die von dir ausgedachten Menschen definierst. Weil jeder Mensch, den du denkst, der entsteht in dem Augenblick, wenn du ihn denkst. Und er wird genau so sein, wie du in dir denkst. Und er ist für dich genau da, wo du in dir hindenkst, obwohl er eigentlich nur hier und jetzt in deinem Kopf ist. Das sind doch ganz einfache Sätze. Ja, einfach und so schwierig Ja. doch Die gleichzeitig. Schwierigkeit macht der Zweite in dir, das macht diese extrem fehlerhafte Logik. Es geht auch nicht darum, wenn ich sage, was zu verändern, das verändert sich eh von Augenblick zu Augenblick, sondern es geht ums große Verstehen. Du musst das dann mal verstehen, was bin ich und was sind meine Gedanken. Egal, was deine Logik sagt, bleib in dem Bereich von dem, was hundertprozentig sicher ist, und dann wirst du merken, es macht dich relativ einsam, selbst unter Kindern, wenn wir jetzt wieder auf der Brüsselebene sind. Und ihr wisst jetzt bei euch zwei, Rixi und Gogo, habe ich gesagt, mischt euch nicht ein. Ihr könnt ein Vorbild machen, werdet nicht mehr müde zu erklären, wenn sie neugierig sind. Ansonsten, wenn sie nichts wissen wollen, wenn es so sein soll, dann kehren die dann irgendwann einmal am Ende der Zeit eh. Es bleibt dann nichts anderes über. Und das, der Moment der Information, schau, wenn ich jetzt sage, Gucko, schau mal, blätter mal in deinem Buch zurück, wo man dir das erste Mal die Wiki angelegt hat. Die ist jetzt da, dieser Moment, der angeblich in der Vergangenheit war, war auch jetzt.
Es ist, wo ich sage, egal welche Buchseite du aufschlägst, wenn du zurückblätterst, das Bild entsteht hier und jetzt in deinem Kopf und das Buch ist eigentlich nur wie eine Datei, wo aber das ganze Leben gleichzeitig drauf ist. Und die Bücherregal ist eine Kiste, wo unheimlich viele Leben gleichzeitig drin sind. Und jetzt wollen wir das Leben nicht nur als ein Buch oder einen Film nehmen, das habe ich tausende Mal erklärt, sondern jetzt in einer moderneren Darstellungsform als ein interaktives Videospiel, eine offene Welt, wo du als der einen Joystick in der Hand hat, als Protagonist, der Protagonisten, Antagonist steuert, mit seiner Eingabe in das Konstruktprogramm, wie sich die Bilder auf seiner Farbe oder in seinem Geist, in seinem darstellenden Bewusstsein verändern. Und das soll einmal bewusst passieren, nicht nur unbewusst. Und das ist momentan nur, dass du erkennst, dass es wirklich so in dir abläuft. Mhm. Ja. Und dass da außen nichts ist. Drum immer wieder halt, das Beginn des Spiels, halte das erste und das zweite Gebot. Du darfst dann dir kein Bild von dir selbst machen und auch kein Bild von irgendwas da droben, da draußen oder da drunten. Und da haben wir schon mal DR, geöffnete Berechnung, und das ist die Generation. Ja. Ja. Das ist sehr simpel. Tricks jetzt mal ganz ehrlich, ich rede mal von Brösel zu Brösel. Wo du es erst einmal angefangen hast, dich für Holofeeling zu interessieren, jetzt als Schulrektorin. Und wenn man jetzt die Grundlagen hat, es ist so unendlich einfach. Mhm. Ich sage, man könnte das wirklich ganz leicht lernen, wenn man von vornherein das beigebracht bekommen würde. Ja. Mhm. Wenn man das alte Schwamm, also das Programm auslöscht. Das ist das, was dich daran hindert, sind die Vorurteile. Was sind natürlich das, wenn ich rede, ich kann immer wieder, ich habe aber mal darauf hingewiesen, ich rede jetzt wieder als Mensch unter Menschen, wenn ich was erkläre, dass ich bei vielen umso intellektueller die sind. Dass wenn ich jetzt irgendwas sage, ich weiß ja genau, ich jetzt, nicht der Udo. Mhm. Ich trete ja bloß als Udo in deiner Traumwelt in Erscheinung. Ich weiß genau an der ganzen Physiognomie, wie der jetzt abstürzt. Und wer das nicht, er ist eigentlich schon, er lässt mich dann, der Gegenüber lässt mich reden, ich habe jetzt den Eindruck, ich denke mir den so aus, und der macht dann schon, was er mir erwidert und hört dann erst überhaupt gar nicht mehr zu. Ja. Bis ich dann den Mund so mache und dann sagt er, ja, aber du musst auch. Der hat er dann schon in der Zeit was konstruiert, die hätte er besser nutzen können. Mir fällt es zum Beispiel in unseren Chat ein, dass in unseren Chat, wenn immer das Gelaber, wenn ich was reinstelle, dass die dann reinhausen, ich mache ein Update. Ich sage, das heutige Update zum Beispiel, wo ich heute Morgen reingestellt habe. Mhm. Immer natürlich jetzt, ich rede normal, bewusst, dass wir uns leichter tun. Ja. Dass wenn ich sehe, dass da ein Update drin ist, dass das zum Durcharbeiten so viel Zeit, wieso kommt dann ewig Gesabbere noch hinten nach? Kann es da außen überhaupt Menschen geben? Ich sage, da außen gibt es ja keine. Mhm. Das ist das allererste, du bist der Einzige, der das erlebt. Ich sage jetzt, du musst deine Interpretationen beobachten. Ja. Das ist das Wesentliche, dass du das verstehst. Mhm. Und dass ich jetzt hier in eine Komplexität reingehe, dass gerade viele, die nachts nichts zu tun haben, wir denken uns jetzt bewusst anhand des Chatverlaufes, wir reden ganz normal von Mensch zu Mensch mit normaler raumzeitlicher Logik, dass die anfangen hier zu reden. Und das ist unreif, das sind schwätzige Kinder und alles dann in Kruger-Effekt, die meinen sich, die kommen sich so unheimlich gescheit vor. Mhm. Ich sehe natürlich auch dann das Gegenteil da, welche die demütig sind, die ihre Probleme raushauen. Aber was jetzt schwierig ist, die Zeit, wo sie die halbe Nacht oft bis in der Früh um 3 quatschen und hin und her gehen, dieses leere Geschwätz können sie sich hinsetzen und ganz, ganz bewusst einfach Offenbarungsbände lesen. Mhm. Oder alte Updates lesen. Das ist ein Kleinod an Wissen. Geh mal einfach in den alten Update-Ordner rein und lese die. Da sind zwar manche Videos nochmal aktiviert, aber das Spiel dabei ist nicht entscheidend. Mhm. Ja, die blauen Filter sind schon gewaltig und das schützt natürlich auch das Programm, das blaue Programm ist ordentlich geschützt. Also so einfach geht es sowieso. So einfach geht es nicht, dass man das einfach. Es ist kein offener Quellcode. Holofeeling ist kein offener. Ich mache ja den, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt ein Verräter, ich bin eine Ratte, das letzte Selbstgespräch. Und es ist ja, die Welt spricht zu dir wirklich durch alles. Mhm. Es ist natürlich, wie viel Weltlichkeit ist noch mit drin? Das heißt, du kommst. Alles, was in dir auftaucht an Worten, an Geräuschen, ist erst einmal sind Märchengeschichten. Ich sage, das ist so unheimlich wertvoll. Und das, was ich damit ausdrücke, auch wenn ich immer Udo-Geschichten mache, ich versuche dir was mitzuteilen, was nicht die Worte sind, die du jetzt hörst, was du aus den Worten machst, führe ich immer in der Sackgasse. Und darum sind die kindgerechten Beispiele, die muss klar sein. Ich mache mal so schön in direkten Reden, wer wird Millionär? Diese Fernseh-Quiz-Show, Multiple Choice, wo Fragen vorgegeben sind. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, da war irgendein ganz einfaches Sprichwort, was das bedeutet. Und da war einer, wo man
entsetzt ist. Meine Marion war entsetzt. Die sagt, das weiß doch jedes Kind. Ich sage, es wissen die Kinder, die du dir jetzt ausdenkst, wo du meinst, das weiß jedes Kind. Ja. Wenn du dieses Sprichwort im Elternhaus eigentlich nie gehört hast, kommst du da nicht drauf. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja, was soll das? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn wir jetzt in einer wissenschaftlich seriösen Frage diesen Satz raushauen, ist der nichtssagend. Mhm. Wieso, was soll das sein? Der Krug geht zum Brunnen. Ja. Das ist eben der Trick der Metaphorik, der Metaphern. Und ganze alle Märchen bauen auf diesem Spiel auf und übrigens auch die ganze Zeitgeschichte. Mhm. Das ist immer dran denken, was ist eigentlich eine Illusion? Wo liegt der Unterschied, wenn ich jetzt rein ein Buch für mich habe? Was da drin steht, was ich daraus mache, ist schon mal entscheidend, dass ich mir bewusst mache, man glaube ich jetzt, das ist ein Geschichtsbuch oder das ist ein Märchenbuch oder irgendein Mittelalterroman, ein fiktiver Roman. Die Bilder sind dieselben, die ich aufwerfe, aber es ist ein riesengroßer Unterschied in meinem Glauben, in meiner Vorstellungswelt, die ich mir aber zuerst bewusst machen muss, weil was ich eigentlich glaube, existiert ja erst in dem Moment, wenn ich immer sage, schau jetzt tief in dir rein und mach dir bewusst, was der Zweite dir suggeriert, was du glaubst. Mhm. Existierend ist diese Vorstellung erst, wenn du dir das vorstellst. Genau. Mhm. Schau, ich könnte jetzt sagen, schnipp und jetzt denk mal an das Programm Skype. Mhm. Das hat jetzt die ganze Zeit nicht existiert. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst, wieso jetzt Skype unbedingt wichtig ist, weil wenn das jetzt im Hintergrund nicht laufen würde, können wir ja nicht skypen. Und das ist, wenn ich immer sage, schau in dich rein, was du glaubst. Mhm. Existiert dein Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Mhm. Du kannst hundertprozentig sicher überprüfen, dass er nicht, weil ja nur das existiert, was du jetzt denkst. Genau. Und schau in dich rein, was du glaubst, nur wirst du merken, wo dein großes Problem liegt. Das ist der zweite. Sind eure Kinder auch dann da außen, wenn ihr nicht dran denkt? Mhm. Genau. Die sind in euch drin, solange ihr nicht dran denkt und ihr seid eins mit den Kindern. Ja, heil. Heil. Mhm. Die Heiligkeit will ja keiner. Ich habe eine panische Angst vor der Heiligkeit. Ja, das ist ja nichts. Die Heil, eben, ich will ja was erleben. Ja. Dann wie wichtig die 16 Seiten sind, von denen ich immer wieder rede. Dass du alles immer wieder drehen kannst. Wenn wir jetzt sprechen, können wir immer bloß eine Kleinigkeit zur Anschauung bringen und das gradesartige medische System im Hintergrund, das jetzt alles zu euch spricht in einer mehr oder weniger groben Form. Ich habe heute Morgen, ja, ich kann das fast nochmal schnell hier schauen, dass wir da reinschauen. Da haben wir jetzt diese zwei Updates. Da hat der Redo das erste schon reingemacht, das neue, das hat er schon schön geschrieben. Und das schauen wir uns ganz kurz jetzt am Morgen, gehen wir das einmal durch, wie unsere Gedanken manipuliert werden. Das beziehe ich jetzt einfach auf ein Video, das du einschalten kannst. Die Frage ist nicht, und das können wir jetzt schon vielfältig schreiben, die Frage ist nicht, was ist wertvoll oder was hat einen Wert? Und da schauen wir jetzt schon, Blaufrau heißt ja hier wild. Gib es ja mal schnell an. Das ist wie Ilet, heißt ein doppelt aufgespanntes Kind, ist Quadrat. Das ist die erste Gedankenwelle. Und dieses doppelt auf Ilet heißt ja Kind auf Hebräisch, wissen wir ja. Darum ist das Bild, ich mache das nochmal für absolute Einsteiger, ILD ist das hebräische Wort für Kind. Es heißt übrigens auch Gebären, da haben wir den Geber. Gebären, die Geburtshilfe leisten, etwas zeugen. Jetzt ist natürlich interessant, wenn ich weiß, dass die Vorsilbe B im Hebräischen als innen heißt, als Vorsilbe ganz normal ist, dann heißt Ilet, jetzt schreibe ich hier Bild. Ja. B Ilet heißt im Kind. Mhm. Aber jetzt mache ich hier das Blau, dann ist das die KI, die künstliche Existenz erzeugt deine existierenden Öffnungen und ND heißt Auf- und Abschwingen. Mhm. Das sind unsere transversale Gedankenwelt. LD alleine heißt übrigens Gebären. Die Lichtöffnung, eine Lichtöffnung gebären. Ein Kind erzeugen, Bi-Ilet in mir ist ein Gebären. Und wenn ich ein R noch hinten dran hänge, wir wissen ja, das R heißt ja erweckt, mit 70 geschrieben, wach, aufgeweckt, erwacht, dann wird Bi-Ilet im Kind etwas erweckt. Bilder, die Bilder. Das ist eins von unendlich vielen Beispielen,
Der verborgene Wert ist übrigens der Jesus. Mhm. 888. Da muss man in die Holoarithmetik reingehen. Mhm. Wenn ich immer wieder sage, das ist Zufall, es gibt dieses, mal die reine kabbalistische Auslegung, Holofilien geht ja wesentlich weiter. Ich sage, du kannst, wenn du in dein Internet reingehst, wo dich ja das absolute Gros der Seiten überhaupt nicht interessiert, kannst du unendlich Seiten rausholen, wo hier über Zahlenarithmetik beschrieben ist. Wenn man hier zum Beispiel, die Seite habe ich schon mal auf die hingewiesen. Mhm. Da kriegst du unheimliche Zahlenstrukturen in allen möglichen Formen, die extrem tief sind. Das sind aber Zahlenspielereien, weil das Wesentliche hier gar nicht angesprochen wird. Die denken nach wie vor, da ist irgendwann ein Gott da außen in der Vergangenheit und das ist Beweis, dass das eine Matrix ist. Aber das Wesentliche, was jetzt bei der Holoarithmetik passiert, das sind dieselben Auszüge, dieselben Berechnungen, bloß die werden immer zurückgeführt auf den, der sich das ausdenkt. Das Schema, wie du dich selber verdenkst. Mhm. Mhm. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Halt, da wollten wir hin. Also das ist jetzt die Wilden, das heißt, die Frage GE-Quadrat, das ist der Geist, Gimmel, die 3 ist immer E-Quadrat, die E-Quadrat in der Einstein-Formel. Diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie selbst sich dabei vermehrt oder vernichtet, weil sie ist nichts und alles gleichzeitig. Jetzt mische ich hier schon die Physik mit rein. NI, die Existenz deines Intellekts, CD heißt in Schrecken versetzt werden. Das versetzt dich in Shin-R, in logisch berechnete Ecken. Mhm. Was ist wertvoll, was hat einen Wert? Darum habe ich das Fra-Blau, sind die doppelt aufgespannten Kinder und das GE ist jetzt der Geist Gottes, rot gelesen. Und da haben wir jetzt hochmütiges UB, der Mut von UB, selbst, vollkommenes Selbstbewusstsein. Rot, der Geist des Schöpfers ist GE, Elef. Gut? Ja. Jetzt passt auf, jetzt wird es geistreich. Die Frage ist, Geist, was ist in uns eigentlich Licht? T, das T ist entweder der Spiegel als 9 oder das immerseiende Licht. Was ist unser eigenes immerseiendes Licht? Was ist das wirklich, das wirkende Licht? Wer ist hier T voll, Wert, die Erscheinungen, die Spiegelung voller Spiegel? Und jetzt habe ich hier schon das Wort Wert voll, den Wert habe ich jetzt WR verbunden, rot, ist, habe ich jetzt hingeschrieben, erscheinungsvoll. T als 400 gelesen, blau. Und das ist unser G, schätzt, welcher Geist schätzt hier permanent, was da draußen ist. Ich schätze, ist ein Abwiegen. Ein Schätzen ist ein Abwiegen. Wem gehört offen, Augenblick auf zwei Facetten, offensichtlich zu der DR geöffnete Berechnung, Generation unter Werden, doppelt aufgespannte, erweckte Urteile. Dargestellt in den Dollarweidlung von Drehen und Wenden. Schau, da steht schon alles doch. Mhm. Ich mache jetzt das wirklich für einen Anfänger, der elementare Grundlagen der Vordersprache versteht. Mhm. Das ist dann Wert im Sinne von wohin gegen et, wissen wir immer, ein Moment, der doppelt aufgespannt ist auf GE-Quadrat, der wendet sich ständig um. Mhm. Und da haben wir dann den Preis, das habe ich jetzt einmal rot, wir können mal rot und blau machen, das ist die Weisheit, das ist das Spiegelbewusstsein, den Wert haben wir oben schon gehabt. Und jetzt schreibe ich hier die Kleinigkeit dazu, beachte, als Geistesfunk ist man ein Gegen. Das heißt, ein Geist ist ein geistiges Gen, die Genesis. Aber wir können das Gag auch, das GE-Quadrat gegen, GN übrigens blau gelesen, ist das hebräische Wort, der Garn, spricht man das normal aus, ist der Garten. Ja. Die Arten sind Gehirnarten, geistige Arten, über, schwingend, polar erweckt, über dir von sich selbst, das sind deine Gegenüber. Wenn ich das so schreibe, heißt das hier, diese Gehirnexistenzen sind eigentlich was Ausgedachtes. Von dir selber. Etwas gegenüber, und jetzt mache ich Gag 3-3, weil man immer wieder wenig, das heißt Dach, das Ausgedachte, du bist ja im Zentrum des Hauses, Beet, in mir sind zwei Erscheinungen. Mhm. Das hebräische Wort Beet schreibt sich ja Beet, und da können wir Bi in mir sind, griechisch Bi zwei Erscheinungen, und die sind über mir. Das ist diese, wenn du nochmal hinschaust, diese Gedankenwelt, die ich aufspringen lasse. Und das sind raumzeitliche Spiegelungen, sind immer eine Eheexistenz. Hell und dunkel, oben und unten, Gesundheit und Krankheit sind eine existierende Öffnung.
ist von dir gegenüberstehendes S, jetzt blau. Ja. Das Geist gegenüber von sich selbst aufbaut. Schöpfer UB, LHJ ist ein polares Zeichen, immer ein polares Zeichen, wenn du die Welle ganzheitlich anschaust. Das sind die ersten zwei Grundseiten von den 16 Seiten, die man eigentlich immer wissen sollte, dass da 16 Möglichkeiten da sind. Das haben wir dann die Herrlichkeit. Das ist einmal das Erste. Und jetzt eine von vielen geistreichen Antworten wäre zum Beispiel 618. 600, wissen wir, ist das Endmem und die 18 ist das rote Ich. Schauen wir mal, was die 618 im Totalwert, jetzt tot, im Totalwert hat. Das ist erst einmal ihr Vater, der Lehrer, der Berater. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Ich bin dein Vater. Froschen. Insider verstehen den Witz. Dann ist es die Liebe, das Liebesverhältnis zwischen uns. Das absolut Liebende, das Rote, dann ist es die Lehre der Dora, ist alles 618. Und dann fängst du an, wir müssen das ja mal negativ machen. Ach, ist übrigens der Bruder. Ist es ach, da haben wir jetzt das Spiegelmeer oder die gespiegelte Meer. Ich schränke jetzt ein, ich halte mich zurück, ich bleibe ruhig, weil ich immer in der Nulllinie bin. Ja. Mhm. Schau, das ist die Nulllinie dazu. 86. Mhm. Ich, die 86, ich schränke mich jetzt ein, ich halte mich zurück. Ich mische mich in das Ober- und Unterhalb von mir nicht. Ich bleibe stoisch in meiner eigenen Mitte stehen. Bist du schon ich? Gut, zu meinem Bruder. Das, was du kriegst, kriegst die Effektivität. Effe ist Affe. Das ist immer zwei Facetten. Der Effekt ist immer eine Spiegelung, die Wirksamkeit. Das sind die Löwen, die Aris, die Arithmetik, die Holo-Arithmetik. Die fangen jetzt an, die Arithmetik was zu dirigieren, zu inszenieren. Das heißt übrigens, Bewaff heißt, in ihm ist das Meer. Und das fängt an zu lenken. Pyramidenwert 86 ganz nebenbei. Wieder. Verrückt, ne? Wenn man da nicht irgendwann einmal eine Demo kriegt, wir lassen das jetzt einmal sein. Das ist, wir können natürlich jetzt Science-Fiction-Fans oder etwas Filme machen, so nein, die geistreiche Antwort ist die 42. Weiß ich durch das Universum, der Film. Jetzt genau auf Gebast. 618 sind eben unsere Stadtzeiten, sind 1018. Das heißt, ich bin ich. Gott, der kleine Gott, die 10. Und das ist ich, das Meer. Wo es überall hineingeht. Ich bin ein das habe ich jetzt rot gemacht und das, ihr müsst immer wissen, wenn ich jetzt dann das Video laufen lasse, oder kommen wir dann gleich dazu. Wir schauen nochmal, was das ist. Da wird natürlich immer wieder ja aber sagen. Konstruktivismus ist eine Position der Erkenntnis, erkennt E-Quadrat. Entwickelt hauptsächlich in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Mehrere Strömungen werden aufgrund des gemeinsamen Namens manchmal irrtümlich übereinstimmend gehalten. Das ist wichtig. Es ist hier wie mit dem Christentum. Es gibt zwar ein einziges Christentum, das ist aber zerdacht in unendlich viele christliche Sekten, wo jeder in seiner Sekte glaubt, in dem Wahn zu leben, dass seine Vorstellung von Christentum richtig ist. Sobald du einen Glauben hast, der einer anderen Position widerspricht, ist dein Glaube unvollkommen. Ich sage jetzt wieder Katholiken, Protestanten, solche Jehovas, das ist jetzt hier, dass auch dieses Wort sehr viele Strömungen entwickelt hat. Und dann aufgrund des gemeinsamen Namens manchmal irrtümlich für übereinstimmend gehalten werden. Da gibt es viele Facetten, wie man sich das denken kann. Die meisten Varianten dieses Konstruktivismus gehen davon aus, dass ein erkannter Gegenstand vom Betrachter selbst durch den Vorgang des Erkennens konstruiert wird. Ich sage, du konstruierst denn aufgrund deiner Logik, in dem Moment, wo du dir was ausdenkst, du bist ein Computer, dein Intellekt macht dieses Bild auf deinen imaginären Bewusstseinsbildschirm. Egal, ob du jetzt dir feinstofflich was ausdenkst oder das eine sinnlich wahrgenommene Information ist, wo wir dann symbolisieren, sinnlich wahrgenommen, weil es ist dann auf der VR-Brille, wo du in einen höheren Zustand des Vergessens gehst. Das steht da drin. In der Fachsprache der Philosophie ausgedrückt, nehmen sie damit eine nominalistische Position, und das ist jetzt wieder ein Thema, können wir ganze Bücher finden. Dies ist einzig, was du jetzt wissen solltest. Man geht davon aus, dass ein erkannter Gegenstand vom Betrachter
durch den Vorgang des Erkennens konstruiert wird, das ist ein Blödsinn. Er wird durch den Vorgang des Denkens konstruiert. Dn heißt eine geöffnete Existenz, hebräisches Wort dafür ist Urteilen, Dalet Nun, und Ken, Kn, sind wir tausendfach darauf eingestanden, das heißt, wir existieren in der ersten Form, und das ist die Basis, das Fundament, und da kommen wir dann zwangsläufig zu F unter, eine Facette, die unter zu einer Welle wird, und Mens, Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Punkt. Ganz klare Aussage. Ich habe jetzt hier als zweites noch, als zweite Alternative habe ich jetzt hier noch in der Lernpsychologie, das ist auch interessant zu lesen, und ihr merkt, das ist alles so unendlich zerdacht, und wir hören per Holofilling auf, das Zeug zu zerdenken. Das heißt jetzt, und darum, jetzt ist, ich bin ein, das sagt hier dann jemand, ein Pixelmännchen, ich bin ein Konstruktivist, und aufgespannt existierende Öffnung ist eine Generation, eine geöffnete Berechnung ist eine aufgespannte Gestaltwerdung, und darum widerstrebt mir, Brösel habe ich dazu gefügt, das Wort ist sehr. Wir hören uns das dann ganz kurz an. Das Blaue ist verallgemeinernd. All ist der Geist. Und meine erweckte existierende Öffnung ist ein Schwingen auf und Abschwingen. Und das Rote ist absolut ist. Ich. Jetzt habe ich diese Radix ISD mal so, wir können das mit einer neuen auch schreiben, dann ist es Gott und seine raumzeitliche Erscheinung und ist ganz rot geschrieben, IST, ist das bewusste Gotteskind, Gott göttlich, ist das Bewusstsein, das immer da sein, absolut ist. Und ich ist ich, ist Intellekt der Raumzeit in Erscheinung, das ist zwangsläufig, ich ist das Gestaltgewordene, das hebräische Wort ich, habe ich so oft gesagt, heißt, es existiert, es taucht auf und verschwindet wieder. Das drückt das hebräische Wort ich aus. Mhm. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass in dem klassischen Hebräisch gibt es kein Wort für haben, für besitzen. Mhm. Es ist interessant, das wird unterschrieben mit, die sprechen das übrigens Jesch aus, das ist interessant, es schreibt sich nur ich hin. Kannst du alles nachlesen? Das bestehende Dasein, Existenz, Sein, Vorhanden, es existiert, es gibt, es ist vorhanden, es kommt. Es ist der Moment, der jetzt da ist, der mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Mhm. Übrigens gespiegelt, wenn du das Max 310 würdest, zu deinem Geschenk. Mhm. Das heißt, du schenkst dir selbst etwas ein. Das ist auch deine Gabe, GE-Quadrat. Ist das GE-Quadrat? Schenkt sich selbst etwas ein. Deine Geschenke kriegst du immer von dir selber. Ja. Gut. Und jetzt pass auf, dieses Ski, um einen Besitz auszudrücken, sagt das klassische Ivri, Yeshli. Das ist Yesh, muss Nummer eins zurück, ich. Die sprechen das Yesh aus und Li heißt zu mir. Mir, zu mir, eigentlich wörtlich L-Vorsilbe heißt immer zu mir. Das ist die klassische Übersetzung, zu mir, zu mir, zu mir, wird normalerweise Bi als Vorsilbe, Li ist jetzt zu, hinzu, zu dem Geist, zu dem Gott selber. Das ist eigentlich dieses Mir, mir gehört, zu mir. Siehst du das? Mhm. Wenn ich jetzt das auch Ischli, also Yeshli ausgesprochen, heißt es, dieser Moment, Mom, diese Welle, die auftaucht, die gehört zu mir. Genau. Das ist die hebräische Umschreibung, für das ich besitze, ich habe. Eine klassische Übersetzung vom Haben gibt es überhaupt nicht. Das heißt, das gehört zu mir. Der Gedanke, den ich jetzt denke, der gehört zu mir. Das, was ich jetzt anschaue, gehört zu mir. Ja. Merkt ihr, wie das plötzlich tief wird, wenn man das zu verstehen beginnt? Ja. Jetzt schreibe ich hier, ich Geist, versuche im Meer meinen, wir wissen, das immer seiende, nicht existierende EN, wir zwei, Studierenden, den Spaß haben wir jetzt gemacht, dass ich den roten Udo reingelegt habe, diese Studierenden und auch den anderen, sagt er dann, jetzt mache ich ein Fragezeichen, AND ist aufschwingen, ich werde auf- und abschwingen, sind weg der Existenz, du kannst den anderen, du kannst deinen Gedanken nichts erklären. Das erwähne ich immer wieder, versuche nicht an existierenden Erscheinungen eine Information von dir zu erklären, dass sie nur deshalb da ist, weil du sie jetzt denkst. Und dass sie genauso ist, wie du sie denkst. Sag das mal zu irgendeinem Professor oder zu irgendeinem Freund von dir.
Du merkst, es sind zwei komplett verschiedene Ebenen. Stimmt oder stimmt, Trixi? Ja, absolut. Es macht allein, Holofeeling macht allein, all ein. Das ist immer so kleine Beispiele, wenn ich jetzt immer wieder sage, halt die Hände, denk an deine zwei Hände, an deinen Trockennasen auf dem Körper, halt die vor das Gesicht 50 cm und dann mach die auf und zu. Hast du das Bedürfnis, den Händen zu erklären, dass du sie jetzt erschaffen hast und dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Weißt du, dass du das mit jedem Politiker, egal mit jeder Figur, mit jedem Menschen, den du dir ausdenkst aufgrund von Worten in einer Zeitung, dass du den genauso erschaffst und dass der für dich genauso ist, wie was du aus den Worten machst? Das sind doch ganz klare, hundertprozentig präzise Beschreibungen von dem, was ist. Mhm. Und jetzt mag ich jedes Wort beizubringen. Nochmal. Ich, Geist, versuche immer meinen Studierenden, das mache ich jetzt, meinen Geistesfunken. Und auch anderen, wir hören uns dann, was das Pixelmännchen sagt, beizubringen. BI heißt im Nichts, ist ein Bri. Was ist es? Bri im Nichts. Das ist die Genesung, die Gesundheit, die Vollkommenheit, das ist, wenn du heil wirst. Das ist BRI, heißt im Kopf Gottes. Im Kopf des träumenden Geistes, weil der träumende Geist der Gottes, der die Welt erschafft, die er träumt. Ist aber ganz innen drin die geistige Vollkommenheit. Das ist der absolute Mittelpunkt, der alles und nichts ist. Mhm. Das passt verrückt gut, ne? Und wenn wir jetzt da ein N noch mit dranhängen, das heißt dann eigentlich ihre Vollkommenheit in Bezug auf Frauen, wenn wir das blau machen, im Kopf Gottes ist ein Bewusstsein, inkarniertes Sein und intellektuelle Existenzen, die da draußen sind. Das sind halt das Spiel mit den Farben. Mhm. Okay? Das habe ich jetzt nur, da können wir jede noch andere Möglichkeiten auch, dass wir als, und das habe ich jetzt hinzugefügt, dass wir als sterbliche Affen, Menschenaffen, sowieso nur NUR, Existenz von aufgespannten Berechnungen sind, Sinusöffnungen. Nur heißt eine Katze ein flackerndes Licht. Mhm. In einer nicht existierend erweckten WIRD, Brandopfer, IRD haben wir so oft gehabt, doppelt aufgespannt, das sind eine Gedankenwelt voller, blau gelesen, voll erweckter, geistige Konzepte leben. Dass wir als sterbliche Menschenaffen sowieso nur in einer Welt voller geistiger Konzepte leben. Jetzt muss man natürlich wissen, was bedeutet eigentlich das Wort Konzept. Schau dir das einmal an. Eine erste Niederschrift, ein Entwurf eines Schriftstückes. Das ist das erste fehlerhafte Programm deines Führerscheinprüfungsbogens. Das sind die dargelegten DAR, die jetzt diese generierten Gedankengänge verwirren dich vollkommen. Jemanden in seinen dargelegten Gedankengängen verwirren. Das ist mein Konzept. Ich sage ganz, ganz definitiv als Jesus, ich muss dich zuerst vollkommen verwirren. All die Aussagen von dem Brösel Udo, dass du irgendwann einmal anfängst, dich neu zu sortieren. Ja. Da hatte ich das schöne Beispiel, schaut mal das kleine Bild unten an, dass ich sage, du kennst doch diese Klettbänder. Mhm. Was dir logisch erscheint, sind wie zwei Klettbänder, die hier, also diese Schlaufen und die Haken dazu, wenn die ineinander geklinkt sind, das ist wie eine Gefängniszelle. Und ich reiß dich jetzt mit Holofeeling, wenn du das drehen willst, du kannst das obere und das untere in keinster Weise bewegen, weil das ineinander geklinkt ist. Das ist alles so unheimlich logisch. Und jetzt reiß ich dich auseinander mit Holofeeling und sobald das zwei Teile sind, kannst du das obere Teil drehen. Mhm. Und dann fällst du irgendwann einmal wieder runter und verklinkst dich in ein nächstes Konzept. Mhm. Also sage ich, werde ich jetzt das da mal verwirren, wir machen viele kleine Einzelgedanken und indem wir die neu zusammensetzen und machen was vollkommen Neues draus. Das ist die erste Niederschrift, Entwurf eines Schriftstückes. Jemand verwirren, bla bla bla, wir gehen nochmal da tiefer rein. Das heißt, konzipieren ist aufsetzen, abfassen, entwerfen, die erste Fassung erstellen, aber von Zippere ein Kind empfangen, ganz interessant, das hat was mit Gebären zu tun. Auffassen, in sich aufnehmen, schwanger werden. Du musst mit Holofeeling schwanger gehen, sonst hast du keine Chance, dich als vollkommen neues Wesen, als freier Geist wieder zu gebären. Dich selbst. Ja. Du bist alles. Du bist der, der gebärt und du bist das Geborene. Mhm. Etwas in einer bestimmten Formel aussprechen, die Form L, kommen wir gleich dazu, da kann man zwei Ls, mit 70 oder mit 1 geschrieben, die Form Gottes oder die Form eines Jochs. Das musst du dir vorstellen, überlegen. Das Thema haben wir ja schon immer wieder, alles, was du dir vorstellst. Egal, wo du dir es hindenkst, über dir, ich habe jetzt eine Vorstellung, was jetzt hinter mir ist. Ich habe eine Vorstellung, was rechts von mir ist, was in München ist, was da und dort ist. Aber es ist immer hier und jetzt und es ist, weil ich es denke. Mhm.
So, und jetzt machen wir hier die Stelle nochmal, wo es überall hineingeht. Du weißt jetzt gleich, Gott ist nichts. Die Quintessenz des göttlichen Seins ist ein nicht existierendes GE-Quadrat. Und das ist die Quintessenz aller Erscheinungen des Immerseins. Rot gelesen. Steht genau da. Die Quintessenz, wir machen jetzt nur rot, wenn wir das eintippen würden, die Quintessenz des göttlichen Seins ist die Schöpfung vom göttlichen Sein, das heißt nicht existieren. Der Schöpfer ist göttliches Sein, Entschuldigung. Der Geist ist E-Quadrat und das ist die Quintessenz des Immerseins. Und jetzt hören wir uns ganz kurz genau mal die Stelle an, wo wir da einstarten bei 618. Wo es überall hineingeht. Ja, ich bin Konstruktivist von meiner philosophischen Ausrichtung her. Ja. Und deswegen widerstrebt mir das Wörtchen ist sehr. Ja. Denn das ist A verallgemeinernd und dann ist es absolutistisch. Ja. Schau, das ist genau der Text da oben. Den habe ich jetzt bloß einmal genauer erklärt. Das gilt für alles, was du machst. Hör weiter zu. Ja, wenn ich sage, etwas ist so und so und ich unterfüttere das mit meiner akademischen Autorität, dann haben andere Meinungen keine Chance mehr, auch wenn die subjektive Wahrnehmung eines Individuums sehr wichtig ist. Ja. Der hat vielleicht keinen Titel oder sie, aber eine andere Erlebniswelt und aus dieser anderen Wahrnehmung könnte ich zum Beispiel auch als Professor, als Akademiker noch sehr viel lernen. Mhm. Was auch mich wieder das ist eine Ausnahmeerscheinung, wenn du jetzt wieder diesen Charakter, ist ein Pixelmännchen, wir denken uns den Professor Hörmann aus, den habe ich in älteren Selbstgesprächen schon oft angesprochen. Das ist ein ganz, ganz toller Typ. Ich finde sehr, sehr viele sehr, sehr toll im Auftreten. Er hat viel, viel Ärger gehabt hier, weil er gewagt hat, das System anzuklagen. Hatten alles Mögliche schon als Neonazi, haben sie verstehen und alles drum und dran. Wobei er öffnen will, aber es gilt dasselbe wie bei unseren Deberwein. Es ist im Hintergrund, ist halt immer noch, wo er nicht dran rüttelt, ist das materialistische Weltbild. Was bedeutet das? Ich versuche immer, meine Studierenden und auch anderen... Ich versuche immer, meine Studierenden, das sind die Studierenden, ich erkläre es nur meinen Geistessohn. Beizubringen. Aber er sagt jetzt aber um den anderen, die jetzt so das nicht studieren, der muss Gedanken nichts beibringen. Da merkst du, der schwingt jetzt schon, wenn du wach bist, merkst du immer das Plus und das Minus in den Aussagen. Okay? So, ja. Den machen wir jetzt einmal weg. Das ist jetzt das letzte Update gewesen. Muss ich ganz, ganz kurz, da hat jetzt der Hell. Und jetzt ist es, das war jetzt das und jetzt heute Morgen habe ich da nochmal eins drauf gemacht und zwar habe ich jetzt dasselbe Video bei 15.26, also bei 9.26, wir wissen, 9 ist der Spiegel, wir können auch die 900, 26, 900 ist ja das Entzade, der Geburtsgeber und das ist Jahwe, 26 ist Jahwe. Mhm. Und jetzt schreibe ich hier, das geht, startet genau ein, da kommt das Wort Formel. Die Form von L mache ich jetzt mit 70, 30, heißt ja das Joch. Genau. Mhm. Hochheben. Das ist L. Das obere. Wir haben jetzt das Kreisen, Polare weg, DPR heißt das äußere. HWH, das ist unsere Höhe. Da ist aber die Nulllinie und um die Nulllinie kreisen diese zwei Hs. Darum ist das HWH, einzeln von unseren JHWH gelesen, ist jetzt zwangsläufig deine Gag-N-Watt. Gag ist es ausgedacht. GG, immer wieder dasselbe Spiel. Ist es Dach, die Dach, Deck, die Eckplatte, die vorhergehen. Du wirst merken, es wird absolut, die Puzzlestücke setzen sich immer besser zusammen. Und dieses 3-3 kann ich natürlich als 33 lesen. Darum wiederhole ich das immer wieder. Und dann kriegst du die Welle. Aber die Welle ist auch definitiv eine Haufe. Mhm. Ein Haufen, den wir aufschmeißen und sobald wir einen Wellenberg aufschmeißen, unser Ei, kriegen wir zwei Täler. Das ist diese Trinität, These, Antithese, Synthese. Das ist das Teilchen-Wellen-Phänomen. Das Ganze ist nämlich ganz interessant, das heißt auch Code, speziell übrigens Menschencode. Exkremente eines Menschen, wenn du in Althebräisch reingehst, ist dieser Code ist spezieller Menschencode in den Geschichten. So, das ist jetzt hier, die Form L ist die Form von L. Jetzt mache ich dieses L als 1,30 und das ist das Wort Gott, das hebräische Wort für Gott, nicht El Hayom, Gott das Meer, sondern Gott und das heißt auch nichts. Mhm. Und diese Formel hat die einen X-Wert. X. Jet. Als Ergebnis liefert. Mhm. Die einen X-Wert, jetzt
denk an das XYZ-Achsenkreuz. Mhm. Wir haben eine X-Achse, das ist die Nulllinie. Mhm. Wir haben eine Y-Achse, das ist die HWH-Linie. Ich sage immer, die X-Achse ist die Breite, B-Reihe heißt im Spiegel. Mhm. Dann haben wir das HWH und dann haben wir noch eine Tiefe. Das ist die Z-Achse, die Geburtsachse, und jetzt schaust du in den Spiegelpunkt rein, wo diese Unendlichkeit vor dir eigentlich in dir drin ist, wo man dann diese drei Drehungen macht. Mhm. Merkst du, dass der das dir erzählt? Mhm. Hör uns gleich an. Als Ergebnis, jetzt ist es diese Energie, ist der Geist von E-Quadrat. Und B-Nis heißt polare Existenz einer intellektuellen Raumzeit. Dieses Nis allein ist übrigens, es fängt jetzt aus, die herauszuflüchten, zu fliehen. Wir können, da gibt es natürlich viele, mach einmal die einfachste Form von NIS, die Existenz einer intellektuellen Raumzeit. Und die ist jetzt fliehend. Fliehend ist immer, denk, wenn du irgendwie was drehst, hast du die Kraft, die das Ganze nach außen zieht. Mal ganz einfach ausgedrückt. Gut? Mhm. Liefert. Und durch generiere Kollektionen, ein paar geistlose Manipulationen, das will ich jetzt nicht so auf Auge, kann man alles gut auffächern, einen unbewusst ausgedachten, fehlerhaften HWH Y-Wert ausrechnet, beziehungsweise liefert. Jetzt sage ich nur, achte auf das Wort Li, das Licht Gottes ist E-Quadrat. Und wir haben aber noch Li, und im Englischen wissen das viele nicht, das ist zwar das Liegen, aber das hast du im Bett, das haben wir im vorhergehenden Gespräch, bin ich da drauf eingegangen, also Update, im Bett bleiben, da ZW-Ischen liegen, dazwischen liegen Ischen. Aber als Substantiv ist es die Lüge. Medizinisch ist es die Kindslage. Das ist das Kind, das in der Wiege liegt und noch nicht weiß, ist rechts oder links, weiß die Mitte, wie es nicht ist, wie schaukeln. Hell, dunkel, gesund, krank, reich, arm und so weiter und so fort. Das ist unser Ischen. Unser Ischen führt uns ja zwangsläufig, das Isch hat man ja gerade schon. Das ist eine Isch, eine Gestalt gewordene. Dieses Bestehende ist eine Gestalt gewordene Existenz, blau gelesen. Jetzt ist es aber das Wichtige, dass das auch hier all, da sage ich immer blau gelesen, denk an all der Nieren. Das heißt Schlafen. Chinoné ist Schlafen, das ist eine Unterform. Jetzt ist, in der Bibel wird oft von den Entschlafenen, aber wenn wir jetzt wissen, was End heißt, heißt ja eigentlich Entschlafen, dass du aufhörst zu schlafen. Mhm. Das sind die 16 Zeiten. Mhm. Wenn ich anfange zu alternieren, da geht es nicht um Einseitigkeiten. Ischen ist das Alt-T-Sein, das Alternieren, das Alt-Werden, gespiegelt werden, einschlafen. Das ist diese ständigen Spiegelungen, die Filmfacetten, wo du von dir selbst siehst. Ja. Halt, da wollen wir hin. Jetzt habe ich das Y noch. Wir schauen da ganz kurz rein. Das ist natürlich hier, das Zeichen sieht schon, wenn wir Springbrunnen aus, siehst du das hier von denen, dass da was hochgeht und zu zwei Seiten wird, vorher und nachher, wenn man Sinus machen. Das ist jetzt interessanterweise, dieses Y hat den Zahlenwert 400, die 400 ist im Hebräischen das Taf, das ist die Erscheinung. Mhm. Dem spreche ich das jetzt an. Diese Erscheinung, wenn man hier reinfährt, ich habe jetzt das, wenn man lesen, habe ich jetzt da Einzelbild nochmal gemacht, schau. Das habe ich rausgezogen, das ist ja die Gamma, das steht für, das alten, in alten Wörterbüchern ist ein F drin, F steht für eine Facette. Diese Facette AC in der Physik ist die Wechselspannung von Zeitpunkten, die sich spiegeln. Eine Facette, die Gamma war ursprünglich der sechste Buchstabe, 6 ist es WAF, das ist unser HWH, unsere zwei WAF. 500 vor Christus hast dein äußerer Gebrauch. Dein, vergiss einmal das Ding, 500 ist dein, äußer AOB, AS ist die Beschwörung einer erweckten, GE Quadrat, B Rauch, BR Äußeres, oder wir machen BR, B Ruch, das A als Vokal rausgeschmissen, heißt das im Geist. Ja. Das ist ganz, das sind in jedem Wort hast du zuerst einmal die 16 Perspektiven in der Auslegung. Und da sage ich, da komme ich nicht mit, das ist vollkommen uninteressant. 16 wirklich. Das ist, es ist hier, für dich geht es mir zuerst darum, dass du weißt, wer du bist, was du bist, alles andere. Und schau mal, genau das wird hier gesprochen, pass auf. Formel ist eine Formel, die einen X-Wert als Ergebnis liefert und durch ein paar Manipulationen ein Y ausrechnet. Ja. Und danach, wir haben also ein X, eine X-Achse, eine Nulllinie, und durch ein paar Manipulationen kriegst du jetzt was Aufgespanntes. Aber du schaust immer bloß das oben oder das unten an, weil du willst ja immer nur eine Seite haben.
wird das Y, ja, wird im nächsten Durchlauf zum neuen X und dann wird. Kommt euch das bekannt vor, X plus 1 ist neues X. Der Wert X plus 1, wir starten bei 0, 1, ist ein Y, das taucht jetzt auf. Y übrigens sieht genauso aus wie unser Ain. Ja. Unser Augenblick. Das ist der Augenblick auf eine intellektuelle Existenz. Da unten haben wir stehen. Der Augenblick auf eine intellektuelle Existenz. Wir können das natürlich auch rot machen. Darum ist dieses das Aussehen, das Hineinsehen. Du schaust in deinen Geist, in dein Bewusstsein hinein, welche Information da drin ist. Nach außen, außerhalb, du schaust aus dem absoluten Mittelpunkt, den wir uns jetzt ausdenken, der nicht denkbar ist, in dein Inneres. Das ist die erste Welle. Das absolute Nichts wird zu einem Inneren, das eigentlich nichts ist. Eine Information. In dir ist eine Form, in Lateinisch die andere Seite ist eine Verneinung, die eigentlich gar keine Form ist. Was ist in deinem Kopf eigentlich drin, wenn du dir jetzt an irgendein Bild dir denkst, irgendwas rein geistig vorstellst? Du merkst, ich rede, du stellst dir rein geistig was vor, wo dir klar sein sollte, dass das in dir drin ist, ist deine Information. Wenn du oder immer sagst, ist jetzt eine Erdkugel, die du dir denkst, in dir drin größer, wie wenn du dir an Tennisball denkst. Es ist eine Form in dir, die eigentlich gar keine Form ist. Die wird erst zu einer Form, weil du dir das vorstellst, aus dem Nichts herausstellst, ohne dass es außen ist. Und jetzt kommt dieses Hauptproblem. Du musst irgendwann nochmal lernen, dass alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue, höherwertige Qualität ergibt. Solange du dir den Kopf zerbrickst, aber zwei oder mehrere Möglichkeiten, welche die einzig richtige ist, triffst du eine fehlerhafte Entscheidung. Mhm. Okay? Mhm. Zuhören. Mit dem gleichen Ergebnis noch einmal berechnet. Und wieder und wieder und wieder. Das ist unsere Iteration. Und was jetzt aber kommt, die Berechnung, die du machst, du hast einen Reizauslöser und du reagierst zwanghaft. Der Reizauslöser kann sein, dass in dir, ich wiederhole immer dieselben Beispiele absichtlich, ich könnte ja jedes Mal variieren, dass du merkst, wie oft ich was wiederhole, bis du checkst, um was mir geht. Und in dir taucht ein Gefühl auf, das nennen wir Hunger. Und ob du willst oder nicht, wenn du neben dir als reiner Geist dieses Spiel beobachtest, ohne dich einzumischen, wirst du feststellen, ob du willst oder nicht, du wirst dir denken, ich muss mir jetzt ein Brot machen oder ich habe einen Hunger oder irgend so was Ähnliches. Und mit dem, ich muss mir jetzt ein Brot machen, wird irgendwann deine Information, deine sinnlich wahrgenommene Information sich wechseln, weil du wirst jetzt die Bilder austauschen auf der Fabrik und plötzlich glaubst du, du stehst in deiner Küche. Nein, diese Küche, du bist immer das Zentrum, du hast nur Bilder in deinem Kopf, sinnlich wahrgenommene Bilder ausgetauscht. Und da wirst du ein Brot vor dich hinstellen, Brot heißt, das ist aber eben Adam. Das ist in dir drin. Unser segerwähnte Körper, der träumende Geist, deine Informationen sind immer in dir. Und du wirst bei Kleinigkeiten so reagieren und so reagieren. Wenn du einen Film anschaust, du kannst gar nicht anders als träumender Geist. Dass du auf jeden Moment reagierst und mit deiner ganz speziellen Reaktion, du bist der Protagonist und du hast den Joystick in der Hand, bist du derjenige, der die Information umformt zu der nächsten Information. Das ist genau das, was er hier beschreibt. Ob der Hörmann, den wir uns jetzt ausdenken, das weiß, was er spricht. Er spricht es, weil ich ihn das sprechen lasse. Und das wiederum macht er, weil ich zuerst einmal dich das träumen lasse, jetzt dieses Gespräch, auch was der Udo jetzt spricht. Meint, du wirst aber nicht glauben, dass der Gedanke Udo irgendwas wissen könnte. Der, der es weiß, ist der, der ich ist. Und ich sage, ich bin du und du bist ich. Mhm. Ausdrücken kann. Sogenannte deterministische Chaosprozesse. Ja, zum Beispiel. Lass es nochmal laufen, weil das kann ich schwer rein. Formel ist eine Formel, die einen X-Wert als Ergebnis liefert. Das und ist die Nulllinie. Das ist übrigens auch immer ein Christuszeichen, das Kreuz, der Mittelpunkt. Ein paar Manipulationen, ein Y ausrechnet. Jetzt machen wir eine HWH-Achse dazu. Danach wird das Y, ja, wird im nächsten Durchlauf zum neuen X und dann wird mit dem gleichen Ergebnis noch einmal berechnet. Und wieder und wieder und wieder. Und das Interessante ist, auch wenn die Berechnungsformel selbst konstant bleibt, stabil, unverändert. Das ist die Berechnungsformel von Mandelbrot-Fraktoren. Darum sage ich, es sind viele Fachgebiete. Wenn ich jetzt irgendeinen Wissenschaftler habe, der das studiert hat, da kann ich total ins Detail gehen und er wird sich wundern. Ich mache immer gern meinen Professor Rainer, das ist ein hochdotierter BWL-Professor gewesen. Mit dem war ich eine Woche zusammen, der sagt, ich habe ja null Ahnung von BWL. Das kann man ja gar nicht alles wissen. Ich kann dir zig solche Professoren bringen, die wirklich sich mit Nudo auseinandergesetzt haben. Und das ist also, ich zitiere nochmal bei aller Bescheidenheit einen Professor der Psychologie, der hat genannt in einem Gutachten, es ist, dieser Mensch ist eine unendliche Quelle für Inspiration und er muss weit über weit mehr als nur ein enzyklopädisches Wissen verfügen.
Aber ich kann bloß das Wissen haben, dass du mir zusprichst, aber das, was du mir zusprichst, kannst du dir nicht raussuchen, weil ich dich das träumen lasse. Aber der Witz ist, dass ich dir erkläre, dass ich du bin. Mhm. Ich erkläre es nur den Geist, der mich jetzt ausdenkt. Mhm. Ich habe noch Geross ist mit dir vor. Insider verstehen den Witz. Mhm. Außenseiter werden es nie verstehen. Darum ist auch die Zweiheit, was mir gerade einfällt, wenn du jetzt unterwegs bist mit dem Genderwahn, dass man hier meint, man müsste im Geist, ob du jetzt eine männliche oder weibliche Rolle spielst, das gleich machen. Die Gleichmacherei passiert nicht, indem ich ein Wischiwaschi von beiden mache, ohne die Ebene zu wechseln. Darum ist immer die neue Sprache jetzt, finde ich, sehr spaßig, weil man jetzt ganz politisch korrekt von Bürgerständchen innen spricht. Alle Bürger, die du dir ausdenkst, die sind innen. Da wird jetzt komischerweise das Innen als weiblich betrachtet, obwohl das eigentlich das Männliche ist. Sagst du, wir haben wieder 16 Seiten. Welche ist jetzt das rechts oder ist es links? Ist der Henkel rechts oder links? Die Frage, von welcher Seite du es anschaust, das bestimmt es. Ist das absolut klar und heute erwiesen? Weißt du, es ist absolut klar und heute, wann denn sonst? Wenn du was beweist, kannst du es bloß heute beweisen. Du wirst morgen nichts beweisen können und gestern wurde nichts bewiesen. Das ist absolut Kol-Ar. Kol heißt alles und Ar heißt Licht. Mhm. Kleines einmal eins der Vordersprache. Mhm. Dass niemand ja, das Ergebnis vorhersagen kann, das nach mehreren Schleifendurchläufen dann herauskommen wird. Ich kann es nicht prognostizieren. Doch, du kannst es dann schon, aber nicht nach einigen wenigen. Das ist das Prinzip der Chaos-Mathematik, dass Chaos eigentlich die absolute Ordnung ist, aber nicht in der Welt der kleinen Zahlen. Man spricht dann immer von der Welt von den großen Zahlen, Geros, die großen Zahlen. Da stimmt ja dann alles. Dieses Entsetzen, wenn ich immer wieder sage, manchmal, wenn man das so einfach kann man sich das ja nicht machen. Und ich sage dann, wer bestimmt jetzt das? Warum hörst du auf den, wenn man es sich doch so einfach machen kann? Dann wird ja alles stimmen. Ich sage, wie definierst du das Wort Stimmen? Selbstverständlich stimmt alles. Für den, der ein allumfassendes Wissen hat, wenn ich immer sage, jeder hat recht. Egal, was einer behauptet, aber halt bloß meistens ein bisschen. Weil er vom Ganzen nichts weiß, dass er letzten Endes selbst ist. Was ist das absolute Ende, das absolute verwindende Parameter von allem, was du dir ausdenkst? Doch du selbst. Einiges. Jetzt frag dich wieder, was in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst. Mhm. Weil dann musst du nämlich die Verantwortung für alles übernehmen, was du dir ausdenkst. Ich nehme alle Schritte auf mich. Das ist verbunden mit ich hab's gemacht. Aber dann doch wieder nicht ganz, weil ohne mich geht halt nichts. Wer ist schuld? Und darum sage ich immer, ich nehme die Schritte auf mich, weil ich dir das machen lasse und du dich gar nicht dagegen wehren kannst. Aber ich will, dass du irgendwann nochmal ich wirst, der die Schuld wirklich auf sich nimmt. Und die habe ich schon längst auf mich genommen. Ja, ich muss es tun. Ja. Und das ist das Leben. Sag immer, du, das, was die Prediger in deiner Welt, diese Pixelmännchen oder Trockennasenäffchen, die du real wahrnimmst, was die predigen, hör auf das, wenn es hier um grundsätzliche philosophische Fragen geht. Aber mach nicht das, was sie selbst tun. Bring mir doch irgendeinen Christen, der predigt, liebe deine Feinde, die sind Zufall der Hass. Alles, was ihnen unlogisch erscheint. Dann muss ein Satan dann plötzlich hier. Da gibt es auch dieses schöne Video, was jetzt nicht wie das heißt, wo hier die Tochter von einem älteren Amerikaner, ich rede jetzt ganz normal, umgebracht wurde und er steht dann vor Gericht, der Angeklagte, und dann hier der Vater steht auf und der sagt, mein Glaube lehrt mich, ich muss ihnen vergeben. Die Größe, vielleicht hast du das schon mal gesehen. Da beginnt das Christentum, die absolute Vergebung. Gut, jetzt könnte ich wieder sagen, ob der weiß, wieso das da drin steht, weil ich denke dich ja aus, wenn ich dich nicht denken würde, wäre das ja gar nicht passiert, wenn ich es nicht denken würde. Mhm. Das ist jetzt der Trick mit dem träumenden Geist, wenn ich sage, setz dich als träumender Geist, der du natürlich nicht bist, du bist der, der sich's ausdenkt, dann bist du in einer Zwischenstufe. Dir wird bewusst, dass du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst, aber es geht einher, dass du nicht so niemanden mehr, den du träumst, den du dir ausdenkst, vorwirfst, dass er so ist, wie er von dir geträumt hat. Du sprichst all die Figuren, alle Menschen, die du dir jetzt bis dato unbewusst ausgedacht hast, frei, weil sie sich nicht raussuchen können, dass du sie jetzt genauso denkst, wie du sie denkst. Mhm. Aber jetzt wird dir auch bewusst, dass du jetzt als bewusst gesetzter träumender Geist ja auch bloß was Ausgedachtes ist und dann kannst du dich selber auch freisprechen. Weil ein träumender Geist sich halt nicht raussuchen kann und dann landest du irgendwann nochmal bei uns, bei GE Quadrat. Das
Natur. Mhm. Das ist nicht prognostizierbar, auch wenn sie selbst aus starren Regeln kommt oder scheinbar starren Regeln. Ja. Es ist nicht prognostizierbar, es muss einfach gemacht im Sinne von simuliert werden. Da steckt ja eine Metapher auch dahinter, dass und ja... Und so weiter und so weiter. Du merkst jetzt, wie tief, das mache ich dir mit jedem, mit Nachrichten, mit einer Magnitudensuppe, mit egal was mir anschauen, mache ich das. Kommen wir jetzt wieder zurück, das glaube ich war jetzt genug. Es geht ein bisschen, ohne Lernen geht es nicht. Wo ich gesagt habe, das Kind, das in die Schule kommt und sagt, ich will nicht lesen und schreiben lernen, ich will nicht rechnen lernen, da bleibst du halt ein Depp bis in alle Ewigkeit. Und ich sage jetzt als Geist, dass du ewig eine geistlose Kreatur, dich mit einer geistlosen Kreatur verwechseln, solange du nicht Holofeeling lernst. Aber Holofeeling kann man erst lernen, wenn man das bekommt. Das ist ein göttliches Geschenk. Ich zwinge dich in keinster Weise, dass deine Reife zeigt mir selber, wie du darauf ansprichst, ob du die Reife schon hast oder nicht. Und ich sage immer wieder, bei den 16 Seiten müssen wir zuerst einmal, ist es eine reine KI wie in einer virtuellen Welt, in einem Videospiel? Habe ich es jetzt nur mit einer KI zu tun oder sitzt hinter diesen Antagonisten, auf den ich stoße in meiner Traumwelt, sitzt da eventuell ein Geistesfunk? Das ist, wenn ich sage, da ist jetzt nur einer, der uns ausdenkt. Das sind wir. Das ist G-Quadrat, eigentlich reduziert sich dieses Wir dann auf zwei, nämlich JC und IC, der vom Bücherregal und der momentan ein bestimmtes Buch liest. Aber jetzt ist der Witz, dass jetzt abhängig ist, wer du zu sein glaubst. Das habe ich so oft erklärt. Dann bist du in einer komplett eigenständigen Traumwelt. Es ist auch hier, wenn wir jetzt sagen, mein Holger Andrea Beispiel, sage ich einfach jetzt einmal Trixi und Gogo, es hätte sein können, dass er um die Trixi wirbt und sie hätte nichts von ihm wissen wollen. Dann hätte jetzt der Gogo durch dieses Spiel, hätte auch die Trixi ein komplett anderes Leben gehabt. Es ist aber auf dem Programm bei den Videospielen schon drauf, solche Videospiele gibt es. Das heißt, mit jeder Entscheidung, die du jetzt triffst, legst du deine Zukunft fest. Das ist das Schmetterlingsphänomen. Mhm. Aber der Witz ist, dass das unabhängig voneinander im Gogo seiner Welt kann sein, dass er mit der Trixi das jetzt erlebt, was du jetzt erlebt hast, wenn du zurückblätterst. Und deine Trixi, die du dir ausdenkst, die ist ja so, wie sie von dir erschaffen wird. Aber jetzt mit dem Trixi-Programm hätte es sein können, dass die im Zusammentreffen, nee, der taucht mir nicht und die hätte von dir nichts wissen wollen, sondern dann hätte die Trixi einen komplett eigenständigen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. In dem Physikbüchern ist das die Mehrweltentheorie von Alfred Wieler. Das sind dann wieder rein physikalische Formeln aufbauend auf der Quantenmechanik. Das übrigens alles stimmt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Die Formeln in den Physikbüchern, auch in die Symbole in den Chemiebüchern, sind unendlich tief. Was überhaupt nicht stimmt, ist das, was deine Professoren dir erklären, wobei die jetzt ja nicht schuld sind, dass wir die so träumen, sondern das ist das die Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Es ist Arroganz. Und da ist jetzt der Hörmann, den wir uns jetzt bewusst ausdenken, eine extreme, immer, ich sage die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Er geht ganz in sein Denken, er ist immer noch Materialist, weil er von Holofeeling nichts weiß. Mhm. Aber es ist definitiv so, dass er ganz, ganz bewusst, was du merkst, wir Professoren als Autorität, wir manipulieren zwangsläufig, obwohl hier in dem Wissen, wenn du das genau anhören tust, da so viele Sachen dabei sind, die für uns auch wichtig wären, dass wir das wissen müssen. Er ist extrem offen, extrem flexibel, ein Musterbeispiel im positiven Sinn. Ja, da müsste man doch, könnte ich jetzt sagen, das juckt auf den Finger, den Holofeeling mitteilen. Ich sage, jetzt willst du schon wieder einen Gedanken von dir sagen. Das musst du überhaupt nicht machen. Du musst es nur in dir installieren und ich sorge dann dafür, dass immer mehr um dich herum wach werden und plötzlich sich für Holofeeling interessieren. Mhm. Aber es geht nicht darum, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt besser zu machen. Das funktioniert eh nicht mit der Demokratie, mit dem ganzen Schwachsinn. Das sage ich. Dein Ausweg ist der Weg, den der Dune gegangen ist. Er steigt auf eine nächsthöhere Ebene auf, dann fällt er aus deinem System raus. Aber die Entwicklung jetzt, weil wir grundsätzlich gestern auch über das Thema gesprochen haben, die Entwicklung, die ich mir jetzt mit Holofeeling in meiner Welt ausdenke, ist ja auch nur in meiner Welt deswegen so, weil Geist in meiner Welt das schon so entwickelt hat,
es könnte ja zum Beispiel genauso auch im Gogo seiner Welt wieder ganz anders laufen, oder? Es ist das einmal, dass ich immer wieder mein Beispiel, es ist, jede Kleinigkeit ist unheimlich wichtig. Der Kabelstecker, dass diese Beispiele sind wirklich so tief, das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich wiederhole nochmal, wenn wir uns jetzt, wir können unser Auto vorstellen als Fortbewegungsmittel, ein Auto, ein Selbstbeweger. Du setzt dich ja in dir selbst in Bewegung. Du setzt dich in Bewegung heißt, du selbst bewegst dich gar nicht, du bist immer der Mittelpunkt. Du merkst, jedes Wort wird tief und tief und ich bin jetzt immer noch gezwungen, innerhalb meiner Logik mit dir zu reden. Mit Basic. Es muss Basic-kompatibel sein. Okay? Und jetzt ist es mit dem Kabelstecker, dass ich jetzt immer sage, das Auto, was ist wichtiger zum Fahren, dass das funktioniert? Der Motor, das Getriebe, die Reifen oder ganz kleiner Kabelstecker, der den Strom zu den Zündkerzen zur Zündung macht. Und ich sage, es ist gleich wichtig. Ich kann nicht sagen, der Motor ist wichtiger zum Fahren wie der Kabelstecker, weil wenn ich den abziehe, wenn du dich reinsetzt und rumdrehst, es geht nichts. Und wenn ich den Motor rausbaue und die Motorhaube ist zu, weißt du das ja nicht und du setzt dich rein, geht auch nichts. Und du bist der Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdenkst. Es ist diese Verantwortung, die du aber noch nicht tragen musst. Das ist als träumender Geist, das ist der Trick mit dem träumenden Geist, weil du ja nichts dafür kannst. Das ist das, was ich Führerscheinprüfungsbogenwelt nenne. Das hast du nicht zu verändern. Du wirst nämlich feststellen, das Konzept, wie du dir jetzt Menschheit oder Demokratie ausdenkst, das sind ja schon mit im Sinn vergängliche Erscheinungen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wir reden von was Ewigen und du kannst dir das Ewige nicht vorstellen, das kannst du nur sein. Ich sage, Ewigkeit kann man nicht besitzen, das kann man sein. Darum ist auch das Wort Ewigkeit von Ewe, kommt das Wort Ehe her. Und das führe ich jetzt zu den Adam. Und der Adam ist Jahwe. Der entsteht aber erst im Zweiten. Zwei verbundene Sichtweisen. Das ist, dass ich das spiegel, ich gehe darauf ein. Das ist eine unendlich göttliche Schöpfung, hier in einer Sprache extrem komprimiert. Und das Videospielbeispiel, wenn du verstanden hast, ich mache nochmal mein Hotel für dich, Trixi, auf deine Frage, was du sagst. Früher, mein altes Beispiel, vor 20 Jahren war, wir haben ein Hotel und da sind Hotelzimmer drin und jedes dieser Zimmer entspricht einer Traumwelt. Wenn du in so einem Zimmer drin bist, siehst du nur das, was in deinem, ich sage mal, da ist ein Video, ist ein Fernseher. Das ist gut. Und nur das, was du siehst nur das, was auf dem Bildschirm ist. Du hast keine Möglichkeit, in irgendein anderes Zimmer hineinzuschauen. Das heißt, was du jetzt spekulierst, was der Gogo machen hätte können, sind schon Konstrukte von deiner Logik. Und sobald selbst mein Videobeamer-Beispiel, wenn ich sage, der Videobeamer, das Licht, das nicht flackert, du siehst nur das, was projiziert wird. Wir sagen mal, das ist so ein Videobeamer in jedem Zimmer. Du siehst nur die flackernden Bilder an der Wand. WAD ist auf und ab. Lord und Zöllengleichnis. Genau. Und dein Intellekt ist das Projektionsdisplay, das auf der einen Seite dein Wissen projiziert, zur Anschauung bringt, aber dieses Wissen dann, wenn es gespiegelt, du schaust nur in den Spiegel rein, wieder zurückkehrt, nochmal interpretiert einseitig. Du denkst die Einseitigkeiten aus und filterst diese Einseitigkeiten nochmal in Einseitigkeiten. Und wenn wir jetzt das Video wie mal Beispiel machen, kannst du dir eine Lampe im Projektor denken, aber die, sobald du die denkst, ist dir schon wieder was Ausgedachtes auf der Leinwand. Darum sage ich, das geistige Licht, die geistige Sonne, wie ich das als Jakob Lorber schreiben durfte, die geistige Sonne ist dieses, nicht das Nur ist das flackernde Licht, die Katze ist ja auch eine Lampe. Ganz interessantes Wort, Lampe, wenn wir das Englisch machen, haben wir das Lamp, das Lämpchen. Lamp und Lamp, wir tauschen, wir spiegeln hinten nur das P. Das sind keine Zufälle, es ist ganz bewusst so erschaffen, diese Filmspiegelungen. Ich sage, du hast keine Vorstellung, wie ich jetzt das reduziere, das im Basic auszudrücken. Aber jetzt, wieso ich das nochmal sage, du hast nur deinen Traum, du weißt nicht, wie es andere träumen oder wie das wäre. Und jetzt kann man das moderner machen mit Netflix. Jetzt haben wir ja Computer, das war ja damals noch nicht, jetzt würde ich das, wie ich diese Erklärung gebracht habe mit dem Hotel. Ich würde jetzt Folgendes sagen, du denkst dir, dass wenn wir jetzt Netflix, wenn du die Zentrale von Netflix wirst, dann weißt du, das ist das JCH, dann weißt du genau, welcher Teilnehmer an welchem Computer jetzt welches Video läuft und genau an welcher Stelle das Video ist. Das merkst du, wenn du Netflix schaust und du unterbrichst das Video und schaltest Netflix weg, wird es ja abgespeichert. Und wenn du das Film wieder einschaltest in deinem Hier und Jetzt, läuft ja genau an der Stelle weiter. Das heißt, in der Netflix, der Netflix-Computer,
die Zentrale, die weiß genau, welcher Anwender welches Zimmer zurzeit welchen Film, in welchem Zimmer welcher Film läuft und genau an welcher Stelle das ist. In der Netflix-Zentrale ist aber in der Hauptdatei ist alles gleichzeitig. Das ist jetzt Netflix. Ich sage das Internet, rot gelesen, ist Gott. Das ist ein Subfix. Fix ist Netflix, X hinten. Das ist der vom Bücherregal. Und du bist zurzeit irgendeiner dieser Computer, meine Computermetapher, die nur in einem gewissen Programm, jetzt wäre es ein Film interessanter, wäre es noch, wenn wir jetzt sagen, bei Netflix ist übrigens schon nochmal ansatzweise drin gewesen, interaktive Filme, dass diese Filme, die du jetzt als Einzelbilder durchrastest, dass das eigentlich im Hintergrund du, müsst man in irgendeiner Firma, wo es Videospiele gibt, dass du ein interaktives Videospiel hast, wo du bloß einen Spieler machst, zum Beispiel bei War of Warcraft oder wie das ganze Zeug heißt, wo mehrere sich dann in einem Chat zusammentreffen, auch bei Autorennen, mehrere Spieler dasselbe Spiel spielen und dann verschiedene Charaktere darstellen, wobei jeder Spieler immer nur seine Perspektive hat. Mein Beispiel mit einem interaktiven Autorennen. Aber das ist ganz aktuell. Wenn wir uns jetzt vereinbaren, jetzt muss ich natürlich weltlich reden, wir gehen in einen Chat, fünf Mann und sagen, wir fahren ein Autorennen und dann gehen wir auf eine Rennstrecke, wo zwar 30 Autos meinetwegen auf der Rennstrecke sind und das sind dann diese fünf Mann, wir sind dann fünf Autos davon, wird von Menschen gesteuert und alles andere sind wirklich reine KIs. Gibt auch hier GTA, kannst du einen Multiplayer-Modus nennen wir das, du hast nur das, was du siehst. Bei GTA kannst du mit einem Bekannten telefonieren und wenn du jetzt bist, hast du dein Handy und dann bist du in deinem Zimmer und dann rufst du deinen Bekannten an und das ist einer andere, den wir uns jetzt ausdenken, ein anderer Mensch an einem Computer, der in seinem Zimmer sitzt und dann kann man sich vereinbaren und wenn wir da Uhrzeit ausmachen, fahren wir da hin, dann hast du ganz andere ständig wechselnde Bilder, um an diesen Treffpunkt hinzukommen wie der andere, wo der euch dann irgendwann einmal gegenübersteht. Das ist mittlerweile alles mit Computern Standard. Bloß keiner hat begriffen, was das bedeuten soll. Ich sage nochmal, am Anfang ist das Programm. Es wird jetzt immer klarer, dass da außen überhaupt keine Welt ist. Und dass das hier vor Bündchen, Bündchen, Bündchen in den ganzen heiligen Schriften schon vor tausenden von Jahren exakt beschrieben wurde, was jetzt da ist. Weil das damals schon da war. Meine Schöpfung. Es klingt unglaublich, großartig, göttlich, nenn es wie es willst. Du kannst dich jetzt darauf einlassen oder du kannst noch ein bisschen auf der unteren Ebene rumtappen, wenn du willst. Tausende von Jahren. Und so habe ich immer wieder, ich reiche dir jetzt die Hand. Und es ist ganz arg, weil es an keine Bedingung geknüpft ist. Ich meine jetzt im weltlichen, kaufmännischen Sinne. Es kostet dich keinen Pfennig. Ich schreibe dir nicht einmal vor, was du tun sollst oder was du nicht tun darfst. Das steht schon in meinen Regeln. Das Einzige, was ich dir sage, mach dir kein Bild von dir selbst. Ist eine einseitige Aussage. Selbstverständlich darfst du dir ein Bild von dir machen. Das, was du bist, kannst du nicht denken und du kannst dir aber trotzdem ein Bild von dir machen. Das ist aber dann bloß eine Information, die von dir nicht denkbar, nicht existieren können, als Ding an sich existieren können, Geist, kannst du dich zu einer Figur machen. So wie du dich zu einem Spieler in einem Videospiel machst. Ja. Du darfst selbstverständlich ein Bild von dir machen, du darfst dich bloß dann mit dem Gedanken nicht verwechseln. Max, es ist ganz einfach, es ist wieder nur extrem ungewohnt, so zu denken. Und du darfst dir auch was ausdenken, du darfst bloß nicht glauben, dass das unabhängig von dir da außen existiert. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel. Jetzt bringen wir doch einmal einen Christen und einen Pfarrer oder einen Juden, der diesen kleinen Satz verstanden hätte. Bringen wir auch einen Juden, wenn sie sich hinstellen mit ihren Traditionen. Und jetzt kommt wieder der Freispruch für alle. Was sind die Juden jetzt? Was sind die Christen jetzt? Ich werf meinen Gedanken nichts vor. Ich kann ich nicht oft genug sagen, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er genauso ist, wie er von mir gedacht wird. Bist du schon ich? Nimmst du schon alle Schuld auf dich? Du bist dich auch, wenn du das nicht sein willst. Und dein Leben, dein Traumwelt ist wirklich maßgeschneidert. Ja. Dein, speziell dein, egal wer du jetzt zu sein glaubst,
Die Helene hat ganz andere Prüfungen wie hier der Toni oder der Coco. Oder das sind alles Gedanken. Toni ist jetzt auch bloß ein Gedanke. Ihr wart schon immer eins, Helene. Mhm. Ihr wart der, der sich das, den Adam, Toni, Helene, da müssen wir jetzt natürlich, wer ist jetzt von beiden der Geist, dann kriegen wir die vier Seiten, beide. Toni ist Geist und dann ist die Helene die Frau und Helene ist Geist, dann ist der Toni die Frau. Das klingt jetzt ganz komisch mit einer normalen Logik. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo sich die Basic-Logik halt an ihre Grenzen stößt mit ihrer Einseitigkeit. Das ist jetzt bei euch zwei selbe. Jetzt reden wir wieder normal. Euch muss klar sein, wir haben zuerst einmal drei Möglichkeiten. Entweder stirbt der Gogo zuerst oder die Trixie zuerst oder ihr habt das Glück, dass euch beide durch einen Unfall oder was gleichzeitig wegzieht. Und jetzt ist das Interessante, das Problem hat nicht der, der zuerst stirbt, der wird wach. Und in dem Moment, wo du wach wirst, kommst du in den Punkt vor das Bücherregal und dann ist dir das, was ich dir jetzt erkläre, dass das alles in dir drin ist, da ist keine Existenz da. Die Schwierigkeit hat der, der überbleibt, der noch da bleibt. Und da ist ja unsere Helene, habe ich zigfach gesagt, ein Musterbeispiel gewesen. Und der Toni war ein Musterbeispiel mit seinen Dior und seinen Schmerzen, wo er hatte, weil er hat eins gesagt, ich kann das nicht für sich selber, ich kann es nicht überwinden, wenn ich jetzt wieder anfange, hier das wegkommen zu wollen. Mhm. Stimmt oder stimmt, Helene? Ja. Lass mal rein ins Wort fallen. Absolut. Weil er verstanden hat, wenn ich jetzt wieder das gesund machen lasse, habe ich das eigentliche Problem immer noch vor mir. Ich sage, wenn er jetzt überlebt, hätte wieder die drei Möglichkeiten, dann wäre er vielleicht mit 90, mit 100, so wie der als Liebesbärchen in Erscheinung redet, bei den meisten auf der Parkbank gesessen. Das eigentliche Problem der Verwandlung kannst du nicht aufhalten, wenn du Geist bist. Ja. Und es ist vollkommen ohne Schmerzen, weil jetzt ist es schön, der Toni hatte überhaupt keine Schmerzen, weil es der Gedanke von dir ist. Kannst du davon lernen? Du musst es nicht auch machen. Den eigentlichen Schmerz habe ich für euch schon alles durchlebt, unbewusst. Das ist die Christus-Symbolik. Es ist so unglaublich und ich kann dann immer wieder sagen, wenn ich jetzt ich sage, trenn bitte den Gedanken, Udo, von dem, der wesentlich mehr, du bist wesentlich mehr der, von der jetzt zu dir redet, wie der Udo. Mhm. Mhm. Du selbst, rot gelesen, bist wesentlich mehr der, der jetzt zu dir redet, wie der Udo, weil du derjenige bist, der sich den Udo ausdenkt und dich selbst ausdenkst, beide als Tiere, als Gedanken. Mhm. Mhm. Also ich leide mit Sicherheit nicht an einem Größenwahn, sondern ich bin der G-Rose. Mhm. Der Meister aller Meister. Ja. Und ganz bescheiden, bei aller Bescheidenheit ein Zauberer, Bruder. Mhm. Und die Beweise, wenn ihr seht in den Zeitablauf, wenn man sich mit Holofeeling studiert, das sind doch nur Wunder, wie ich euch zuscheiße. Ja. In Reaktionen, in Kleinigkeiten. Wenn du mal wirklich in primitivsten Form 1 und 1 zusammenzählen kannst. Wenn du dann immer nur noch rechtfertigst, Zufall oder sonst was, oder du reagierst gar nicht drauf, dann bist du einfach einer, den ich mir jetzt ausdenke, aber der ist es nicht wert, dass ich ihn in meinem Lippen habe. Ein Gedanken, das macht keine Lebendigkeit, einen Gedanken, einen ganz speziellen Gedanken immer wieder zu wiederholen. Mhm. Es ist eine Zeit lang und nachher ist auch irgendwann ist genug, dann will ich einmal irgendwas Neues. Es sind wie die Lebensabschnitte, wo ich sage, das, was einen Vierjährigen glücklich macht, macht mit Sicherheit keinen Zehnjährigen glücklich. Das macht, was den glücklich macht, macht mit Sicherheit keinen 25-Jährigen glücklich. Und das Spiel kann man jetzt fortführen. Und jetzt kommst du in ein Alter, wo du sagst, es macht nochmal satt, das Weltliche. Du merkst es doch, Helene, bei dir. Ja. Loslassen, was soll's? Mhm. Das ist Sand, das zerrinnt dir zwischen den Fingern. Ja. Und dann brauchst du die Superreichen der Welt, die wir uns jetzt denken. Das ist ein abschreckendes Musterbeispiel für ganz, ganz arme Kreaturen. Mhm. Alles, was man bewundert hat. Denk wieder an den Satz, wo ich gesagt habe, hör auf, irgendeinen Menschen, den du dir ausdenkst, und so unser Moritz, wie der in Udo, und dann kurz, du musst einen Gedanken von dir nicht mehr bewundern wie dich selbst. Nein. Aber das, was du bist, ist in einem anderen Bereich, es ist im Jenseits. Mhm. In einem ausgedachten Jenseits, jetzt wohlgemerkt. Ich rede von einem Jenseits, das rot geschrieben ist. Mhm. Mhm. Deswegen kann ich aber doch durchaus, was ich sage zu meinem Professor Hörmann, ich finde, es ist ein absolut toller, eine Ausnahmeerscheinung unter den ganzen Professoren. Ja. Ein toller Typ, mit all seinen Fehlern, auch wenn ich immer Debber war, wo ich gesagt habe, ganz toll, ist trotzdem ein Materialist. Es ist ein Gedanke, aus, fertig. Mhm. Andreas Bob fällt mir jetzt ein, mhm. aber sind immer noch voller Feinde, der unser Samuel Eggert. So ein Lieber, so ein Christ. Aber er ist eigentlich ein Problem, wo ich die Medaille habe nicht verstanden.
Er meint immer noch, Gedanken von sich selbst aufklären zu müssen. Mhm. Es reicht doch, wenn ich es weiß. Dann kommst du in die Stille und in das Schmunzeln im Hintergrund, wenn der Udo immer sagt, ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ja. Genau. Und dann sage ich, ohne die Grundlagen von Holofeeling, obwohl man das verstehen könnte, du siehst es ja, Trixi, die einfachsten Sätze von mir, die werden nicht akzeptiert, die nimmt keiner für voll. Mhm. Und die sich die Mühe machen, das ein bisschen genauer anzuschauen. Mhm. Das ist ein Akt von Reife. Du schau einfach immer die Weisheiten deiner Welt liegt in den Märchen und in den Sprichworten. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Nee. Sag mir, mit welchen Menschen du dich umgibst. Mhm. Und ich sag dir zwangsläufig, welche Gedanken in erster Linie in deinen Kopf rumspucken. Weil du zwangsläufig durch diesen Spiegelungen und den Austausch mit deinem Umfeld mit ganz bestimmten Gedanken. Hm. Ist das in deinem Kopf drin? Hm. Jetzt müssen wir übergangsweise sehen, wo das dann mal beides da ist. Das ist, wenn du unreif bist, das hinschmeißen, wenn jetzt der Moritz sagt, ja, ich kann mich ja an den Studenten, das interessiert die alle nicht, das hinzuschmeißen ist trügerisch. Mhm. Das war die Euro-Geschichte, weil das Problem ist es nicht. Das musst du bei dir jetzt auf der Arbeit und in der Schule drücken, wenn ich immer sage. Das ist die Verantwortung, wenn du aufsteigst. Das ist ein Lernprozess innezuhalten, sich geistig, die Sachen geistig anzuschauen und im Mund halten zu können. Das ist auch nur eine gewisse Phase, wo man drüber geht, wie bei der Helene. Ich weiß immer noch, Helene, bei mir mit der Schule, mit deinen Lehrerinnen, wie du Schulrektorin noch warst. Und wo ich sage, Helene, jetzt tu dich nicht ab, die 3 Jahre bringst du noch rum und dann gehst du in die Rente, dann ist eh alles ganz anders. Ja. Stimmt oder stimmt? War es nicht so? Stimmt. Genauso sage ich, Gogo, du wirst die Jahre auch noch rumbringen und dann gehst du irgendwie in die Rente. Und alles, was passiert ist, oder bei der Trixi, es ist in der Phase, ist es definitiv ein Lernprozess, dass da mal hier innen bewusst zu bleiben, das Spiel mitzuspielen, wie ein Schauspieler auf der Bühne, egal ob der jetzt einen guten spielt oder einen bösen spielt. Du spielst deine Rolle jetzt erst weiter. Mhm. Da kommt dann oft der Stelle, wo du sagst, das bin ich nicht mehr, das kann ich nicht, aber dann mische ich mich schon ein, ohne dass ich mich einmische. Mhm. Das sind dann die Schicksalsschläge. Mhm. Die können positiv oder negativ sein, mein Golfballbeispiel. Mhm. Wenn du die Grundregeln hältst, dann kriegst du keine Schicksalsschläge, dann flutscht es einfach ein Hole in One. Mhm. Wenn du immer noch das Ego sich einseitig ausschlägt, ich will dich da hinlegen und du meinst, nein, ich gehe nach rechts oder nach links, muss ich öfter auf dich draufhauen. Ich will. Ja, bis man das begreift. Das. Es ist, und wenn es dann einmal, Trixi, wenn es begriffen ist, wenn es verstanden ist, du bist entsetzt und jetzt sage ich wieder zigfach, weil das eine wunderschöne Metapher ist, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Mhm. Wenn man das erste Mal hört, jeder ist der erste Gedanke, auch wenn du nicht aussprichst, es geht nicht. Mhm. Und wenn ich dir, und ich sage nochmal, all deine persönlichen Probleme, was du dir vor das Vorgelegte, ja. Und die Probleme der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, mhm. Umweltschutz, egal was, Corona, sind ja deine Probleme, sind doch deine Gedanken. Mhm. Die lassen sich so leicht lösen, wie man Quadrat mit 3 Strichen zeichnet. Wenn du es nicht weißt, sagst du, das ist unmöglich. Und wenn du dann die Lösung siehst, die göttliche Lösung siehst, die Loslösung von allen, dann zaubert sie dir ein ewiges Lächeln ins Gesicht. Es ist so, dass du sagst, mal bin ich neben mir gestanden. Ich sage das Ego. Das sind unsere 2 Seiten. Dieses, wie oft sage ich Sprichwörter, der steht ja neben sich. Mhm. Da drückst du damit aus, dass er nicht bei Bewusstsein ist, normal gesprochen. Ich sage, du musst dich jetzt neben dich hinstellen, genau genommen, du musst dich über dich erheben oder dich unter dich stellen, wieder unsere 2 Seiten, wo ist die Quelle allen Seins? Willst du der Gott im Himmel oben sein oder Elayom? Mhm. Wenn du Elayom sein willst, wenn du UP sein willst, musst du dich unter dich selber stellen, darum trage ich dich ja. Okay. Ich bin immer dabei gewesen, auch wenn du mich im Meer da, B.I., im Nichts. Mhm. Ich bin immer dabei gewesen. Mhm. Wo alles auftaucht. Mhm. Und ich kann dir nur sagen, meine erste Botschaft ist, dir wird nichts passieren. Dir selbst. Mhm. Der Geist. Materialistisch ausgelegt, lieber doch. Mhm. Mhm. Weil nichts kann nicht zerstört werden. Mhm. Und nichts hat auch keinen Mangel, weil dieses Nichts, dieses All, ist auch alles. Mhm.
Das ist die 200 Gramm rote Knete. Die ist als Ding an sich nichts, aber sie ist alle Formen. Das ist das Meer, das unendlich viele Wellen aufschmeißt, ohne sich selbst zu verändern. Du bist im Meer dasselbe rot geschriebene Meer. Und wir machen jetzt aus dem Meer ME²R. Dieses immer seiende Er. Das ist Ich Geist und du Ich noch in Verbindung des Träumens, weil du noch was erleben darfst, was ich alles schon erlebt habe, weil ich es erschaffen habe. Das sind ganz klare Worte, wenn man die Grundlagen von Holofeeling verstanden hat. Keine Visachtodome, das ist kein religiöses, raumzeitiges Geschwätz, kein esoterisches Geschwätz und schon keine vollkommen geistlose, materialistische Vorstellungswelt. Es ist das, was ist. Von jedem 13-Jährigen in den Elementaraussagen sofort überprüfbar. Trixi, gibst du mir recht oder gibst du mir recht? Absolut. Wenn ich will, absolut. Genau so ist es. Okay. Es geht bei Holofeeling nicht, dass du was glauben müsstest. Du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Und wir reden nicht, was richtig und verkehrt oder gut oder böse ist. Moralisch oder unmoralisch. Das Moral ist ja die größte Frage, die Angeberei. Die Moralisten sind das absolute Übel. Das Boshafteste, das Einseitigste, Unvollkommenste, was es gibt, sind geistlose Moralisten. Moser, auf Hebräisch, Mosere, Angeber, Schwarzmaler, Denunzianten. Alles, was ihrer Logik widerspricht, ist böse, ist schlecht. Wenn du bis hineingehst zu den Kirchen ohne Ende, wenn sie hier homosexuell umerziehen wollen, das ist wie wenn du versuchst, ein Löwen des Pflanzenfressen beizubringen, so ein Vegetarier zu machen, weil dir alles in meiner Schöpfung, was ich erschaffen habe, diese unendliche Vielfalt, die überhaupt nicht gefällt. Wenn ich immer wieder sage, als ob wenn du jetzt die Rolle eines schwulen Mannes oder einer Lesbe spielst, als wenn sich dieser Charakter das raussuchen hätte können. Wie oft sage ich, wenn ein Wesen in einer Gebärmutter heranwächst, du bist jetzt in einer Matrix, wie in dem Kinofilm Matrix, darum habe ich dir den eingespielt. Dieses Wesen ist dann in der Regel zuerst einmal ein Säugetier. Das ist verbunden mit einer Gebärmutter. Das kann sich nicht raussuchen, ob es jetzt eine Kuh, eine Katze, ein Hund, eine Pflanze oder ein Trockennasenaffe wird. Oder Orang-Utan oder Gorilla oder Mensch. Verschiedene Trockennasenaffenrassen. Es kann sich ja nicht raussuchen in der Gebärmutter, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und es kann sich genauso wegen die Haarfarbe und die Augenfarbe oder die Hautfarbe raussuchen. Und es kann sich nicht raussuchen, ob es dann schwul ist oder nicht schwul ist. Moserer sind damit nicht einverstanden. Und die wiederum können sich nicht raussuchen, dass ich sie zu Moserer gemacht habe. Das sind Charaktere, wie ein Autor, der einen Roman schreibt. Ich brauche die Widersprüche, um Geschichten aufzubauen. Das wird alles so neutral plötzlich, merkst du das? Selbst die Kriegsfilme, die Verbrecher, die Krimis, wer hat nicht schon mal Freude gehabt? Absolute Moralisten werden sich so einen Dreck natürlich nicht anschauen. Die werden keine Horrorfilme anschauen, die werden sich keine Dramen anschauen, die werden nur ihre Liebesfilme und die Komödien. Natürlich nur Komödien, wo was drin ist, wo sie drüber lachen können. Es gibt dann wieder welche Komödien, wo sie überhaupt nicht drüber lachen können, wo ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt in ihrer falschen, scheinheiligen Moral. Das klingt jetzt alles so anklagend, das ist nicht anklagend, das ist lustig. Das ist, ja. Wie dumm doch die Menschen sind, die du dir ausdenkst. Aber es sind Gedanken. Ja. Sind Gedanken gescheit? Ich sage, ja, wenn du dir einen Gedanken denkst und du bestimmst, dass er gescheit ist, dann ist er zumindest für dich, erscheint er dann gescheit, wenn du das unbewusst bestimmst. Aber dann nur für dich. Vom Gedanken selbst aus gesehen ist da gar nichts. Weil Gedanke ohne dich gar nicht existiert. Nicht einmal der Uhr existiert, wenn du ihn nicht denkst. Dein Körper existiert nicht, wenn du ihn nicht denkst. Das ist alles hundertprozentig sicher. Mein schönes Beispiel mit der Welt, wo die Kinder immer noch normal ausgedacht als Säugetiere so erzogen werden. Meine Insel. Wo Menschen so erzogen werden und dann das Festland, wo man unsere Erziehung, die man dir angedeiht hat, merkst du, es macht schon wieder das Gefühl von Vergangenheit, als wenn du irgendwann in der Vergangenheit was erlebt hättest. Wenn die aufeinandertreffen, ich wiederhole das nicht nochmal, was da für Missverständnisse da sind. Wie verrückt du doch auf dieser Insel erscheinst mit deinen jetzigen Glauben, wie unendlich verrückt, weil die dir sofort widerlegen, jedes Kind beweist dir, dass du in einem Wahn lebst. Es sieht doch jedes Kind, wenn ich was nicht denke, dass das nicht da ist. Oder dass das nicht sinnlich wahrgenommen existiert, wenn ich da nicht hinschaue. Wie kann man glauben, dass das trotzdem da ist?
Und jetzt kommst du mit dieser Erziehung in dieses Festland, wo man das glaubt, du bist ja total verrückt. Ich sage, das ist der Uno. Ja, so ist das Leben. Ja. Alles ist gut. Ja. Alles ist gut. Alles ist gut. Der Pfingstgeist spricht zu uns. So ist es. Schau, wer jetzt da noch dazukommt, den schalte ich jetzt nur dazu, weil wir so ein schönes Gespräch haben. Ein heiliges Gespräch haben wir jetzt. Das ist ja wirklich ein Familientreffen heute, wie gesagt. Ich warte schon die ganze Zeit. Was ist denn los mit euch? Ja. So heißt das Funk, der du jetzt als irgendein Brüssel vor Computer sitzt, das ist die Holofeeling-Elite, die du jetzt vor dir hast. Da kommen zwar noch ein paar dazu, die jetzt im Hintergrund sind, aber ich wollte bloß sagen. Und nicht diese Gedanken und nicht diese Pixelmännchen, sondern das ist eine extreme Grundlage, dass du jetzt dich für Holofeeling interessiertest, weil die als Erste vor dir das schon längst vor dir angefangen haben, das zu denken. Ich sage immer, du musst der Erste sein, was ja nur einer ist, der uns ausdenkt. Und nicht andere überzeugen, und umso mehr du dich selber davon überzeugst, dass das einzig richtig, wichtig ist, was ich erkläre, wird es, wenn sich das in dir dann festzeckt, wird es rauswachsen, indem immer wieder ganz vereinzelt welche Gedanken in dir auftauchen, Menschen in dir auftauchen, die dann ähnliche Gedanken äußern. Wo du meinst, hey, die haben ja das auch in sich, die tragen ja auch diesen Funken in sich, diesen Geistesfunken. Hinter unseren drei Schichten. Zuerst die Persona, die Maske, der Körper, dann der Mensch, das Programm und dann kommt eigentlich erst das Licht, die Lampe im Projektor. Wilde, ich habe nochmal einen Nachschlag gemacht. Hängst du den noch unten dran? Hast du das gesehen? Hab's gesehen, ja. Das passt, das ist nur eine Fortführung zu dem. Passt übrigens auch gleich. Das Selbstgespräch brauche ich gar nichts machen. Kannst dann ganz... Ja. Am Anfang, das würde ich das Selbstgespräch, jetzt machen wir Chronologie, merkst du das ganz bewusst, setze dieses Selbstgespräch ganz am Anfang und dann kannst du das, was du jetzt reingestellt hast und das, was ich noch reingeschrieben habe, in den Chat unten dranhängen, weil ich das nämlich diese zwei Selbstgespräche erkläre. Okay. Mit Hörmann. Ja. Und es ist, glaube ich, besser, wenn man jetzt die Erklärung vorher hört und dann kann man sich da nochmal reinhören, dann wird es intensiv. Also das jetzt, was man jetzt, diese Aufnahme, die hängst du ganz am Anfang, machst du ein Selbstgespräch draus. Ja. Den Namen kannst du stehen lassen. Ja, ja. Du zeichnest dann das, wo du schon gemacht hast und dann den kleinen Zusatz, wo ich nochmal einen Zusatz dazu gemacht habe, ganz unten. So muss man permanent arbeiten und für wen machen wir das? Wir glauben nicht an Gott, wir arbeiten für Gott und wer ist Gott? Der, der uns jetzt ausdenkt. Das ist unser Gott. Das heißt, schau, wir Brüssel auf dem Bildschirm, wir sechs, wir arbeiten nur für dich, je nachdem, wie dein Skype jetzt das darstellt. Ja, so ist es. So ist es, ja. Das Arbeiten kann sehr vielfältig sein. Das kann man im Hintergrund leben, was ich immer sage, hier beim Gogo, wo er die Freude hat, wo wir ja gar nichts wissen vom Gogo. Doch, der macht, das ist, den Beitrag leistest du, wenn du es lebst. Mhm. Für das Ganze. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Da geht es nicht darum, dass du dich äußerst irgendwie, versuchst anderen was zu erklären. Du heilst das Ganze, indem du anfängst, dass du mal dein eigenes Leben zu heilen, indem du das lebst. Ob du jetzt der Gogo, die Rolle des Gogos, der Trixisch bist, egal was. Gut, der Redo hat eine Arschlochkarte, der Udo hat noch eine größere Arschlochkarte und die Diana, weil die sehr, sehr viel geschrieben haben, weil man muss ja irgendwann auch einmal ein intellektuelles Futter, wo ich mit Basic anfassen kann. Das ist noch einige. Unser Andi, der den Gematrie-Explorer gemacht hat, die zwei Andis, ist ja eigentlich im Hintergrund hauptsächlich der eine Andi, das Metaspiel. Genau. Die sind so wie Codenamen, aber das sucht sich ja keiner raus. Ja. Das ist übrigens das Prinzip, wo der Hörmann ganz kurz beschreibt, dann natürlich immer, er ist halt Wirtschaftsprofessor, da geht es um Geld, kann man das System nicht anders machen, aber die Grundlagen, diese ganzen Ansätze sind alle da. Wie man das steuern könnte, dass man einen ganz anderen Aufbau braucht. Nicht das Gegeneinander, sondern dass jeder, was er macht, immer für die Allgemeinheit denkt. Wunderschöne Beispiele. Okay. Er bringt zum Beispiel, dass man hier versucht hat, hier in Österreich einmal die Verkehrsschilder wegzumachen. Und wenn ihr euch das dann anschaut. Mhm. Und dass dann die Unfälle zurückgegangen sind.
Ich sage, umso weniger Vorschriften du hast, umso freier waren die Menschen. Das ist ja so mit den Offiziellen, immer dran denken, Offizio heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Die offizielle Bürokratie, die offiziellen Kürken, all das steht dir deiner Freiheit, deiner absoluten Freiheit im Weg. Und das sind alles nur Macht- und geldgeile Menschen, die schon politisch sich engagieren, ist einseitige Rechthaberei. Und jetzt immer dran denken, kein Vorwurf gegenüber die, die mir uns jetzt ausdenken. Auch Medizin. Der Heilungsprozess wäre so, der würde fast nichts kosten. Das heißt, die Krankheiten können wir in dem Sinn symbolisch ausmerzen, wenn du den Lernprozess dieser Einseitigkeiten erkannt hast. Es ist immer wieder, wenn du in eine höhere Wachstumsstufe rauswächst, lösen sich, so wie sich die Hosenscheißerei auflöst, in dem Moment, wo du die Freiheit kriegst, dass du selbst bestimmst, wo du hinkackst. Dass du es nicht einfach laufen lässt. Jetzt haben wir aber wieder zwei Seiten, was ist richtiger? Nicht das oder das, sondern die Synthese ist eine vollkommen neue Qualität. Dass das, was nämlich rausgeht, muss auch wieder rein. Ich habe einmal gesagt, in der bildlichen Embryonalentwicklung, wenn die Eier sich, das Ei sich teilt, 2, 4, 6, 8, dann wirst du irgendwann feststellen, es wird irgendwann einmal wie ein Donut, das musst du dir vorstellen, das Embryo, wenn gekrümmt ist, ist in der ersten Phase, wo das noch ein Ei ist in der Zellteilung, ist der After und der Mund zusammengewachsen. Das ist praktisch wie ein Donut mit einer Röhre, wenn das sich aufbäumt. Da löst sich praktisch, du hast das Ei und dann wird in dem Ei innen, wenn ich jetzt das bildlich mache, rund in dem Ei innen ist dann praktisch diese Biegung und da geht eine Röhre durch, wie ein Donut und der Mund und der Hintern. Du frisst eigentlich in der Phase deine eigenen Exkremente auf. Und dann trennt sich das plötzlich und dann kriegst du hier den Mund und den After. So steht es zumindest in deinen Medizinbüchern drin. Ob einer die Symbolik dieser Bilder verstanden, ist eine ganz andere Frage. Ja. Ich sage, das Wissen, das du hast, stimmt. Aber was man dir als Erklärungsmodell gegeben hat, denk an den Zeichentrickfilm, wo ich jetzt muss ich natürlich jetzt die Zeit umdrehen, der in dem nächsten Selbstgespräch besprochen wird. Die Ratte. Ist die Ratte was Negatives? Ratte ist einer, der euch was verrät. Ich verrate euch das göttliche Geheimnis eures eigenen Daseins. Darum ist der Reto. Bitte? Reto ist ja eine Ratte. Der Reto ist sowieso eine Ratte. Es ist ihm der Trick, nur einfach eine feine Antenne, wenn man sich selber beobachtet, die eigenen Einseitigkeiten beobachten. Dass ich sage, wenn du mit verschiedenen Perspektiven, Reto, du warst auf Hunderten von Selbstgesprächen, wenn du jetzt beobachtest, du schaust Fernsehen und da ist irgendeine Fernsehdiskussion. Du liest der Zeitung oder du sitzt selber in einer gewissen Bröselgruppe zusammen mit anderen Bröseln und ihr diskutiert über irgendetwas. Du musst jetzt dich erheben drüber, das sind Tassenperspektiven, und du schaust einfach, bei welcher Perspektive du nickst und Beifall klatscht und welche Perspektiven dir total widersinnig verkehrt erscheinen. Du musst dich zuerst einmal einordnen, wo stehe ich eigentlich, aus welcher Richtung schaue ich. Und die ist natürlich, Richtung ist richtig. Aber jetzt mit Holofeeling, wenn du drüber stehst, kannst du die Seiten wechseln. Du wirst so ein Genie, du wirst feststellen, die anderen haben genauso recht. Und das bringt dir den Frieden, das ist das Verrückte. Streitereien auf Kampf um Einseitigkeiten bringt dir nie deinen seelischen Frieden. Diese Erkenntnis bringt dir den Frieden. Und die Angstfreiheit ist in dem Moment da, wenn du im tiefsten Innern als Geist jetzt wirklich erkannt hast, vor was habe ich eigentlich Angst? Dass ich was verliere, was ja in mir drin ist, solange ich es mir nicht ausdenke, das absolut eins mit mir ist. Was übrigens sofort überprüfbar ist. Das ist meine Metapher mit dem träumenden Geist. Das sind die Heurikas, die du plötzlich kriegst, wenn du weißt, wie man Quadrat mit drei Strichen zeichnet. Und solange du Zweifel hast, das steht in Ich bin du schon drin, willst du andere davon überzeugen. Ich sage, jeder, jetzt auf der Brösel-Ebene, jeder Mensch, der einen anderen Menschen von seinem Glauben überzeugen will, ist noch extrem schwach in seinem Glauben. Er will eigentlich nur eine Bestätigung haben, dass das, was ihm jetzt in den Sinn gekommen ist, auch wirklich stimmt. Und für normale Menschen stimmt es dann, wenn andere ihnen eine Bestätigung geben und sagen, ja, das ist so. Ja. Und ich sage, jetzt vergiss es, du musst von einem Gedanken, den du denkst, keine Bestätigung kriegen, dass du derjenige bist, der den Gedanken denkt. Weil dann beginne ich nämlich ordentlich zu verarschen, da du dir nicht raussuchen kannst, was du denkst, dass sich dann welche in dir auftauchen, die dir zwanghaft versuchen auszureden, dass es nicht stimmt, was du jetzt
jetzt. Lass das auf dich wirken. Ja, das spielt nicht, genau. Das ist mein Test. Das ist es, wenn du jetzt um dich herum ständig welche hast, die du überzeugen willst. Du willst eine Selbstbestätigung haben und dann werde ich da wirklich reingrätschen und werde dann nur um dich herum Leute stellen, die dir das versuchen auszureden, weil du ja langsam verrückt wirst. Du kannst ja in die Klapse. Du bist zurzeit in der größten Klapse, die es überhaupt gibt. Du nennst es Erdkugel. Wie der Mensch. Weil um dich herum sind wirklich nur Wahnsinnige, die du dir ausdenkst. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber die werden bei dir so gut wie überhaupt nicht auftauchen. Wie findest du dann die Rilkes, die Goethes, ich gebe jetzt einfach denen nochmal Namen, Shakespeare, lass uns Shakespeare lesen, lass uns Rilke lesen, lass uns Goethe lesen. Es ist reines 100%, ich könnte jetzt eine ganze Latnei von Namen aufzählen, das ist reines Solo-Feeling in der Beschreibung. Und dann sind viele jetzt, wie jetzt Hörmann, eine Zwischenstufe, die zwar noch sehr weltlich sind, aber trotzdem reines Solo-Feeling ist. Ich komme nochmal kurz die Verkehrsschilder wegmachen. Weniger Unfälle. Er sagt, weil jetzt die Vernunft zählt, wenn du jetzt hinfährst an der Kreuzung und ist rechts vor links und dann kommt einer, der unbedingt Recht haben will, dann wirst du aus Vernunft, weil du der Geist bist, nachgeben und ihm vorlassen und dir vielleicht denken, was ist das für ein Arschloch, weil es für dich lieber ist, nachzugeben und keinen Unfall zu bauen, als das Recht aufrechtzuerhalten und dann total zusammenzukraschen. Das ist das, was die ganzen Rechthaber machen, wenn sie sich immer mehr anschreien. Mhm. Das lässt die Vernunft wachsen. Die Unvernünftigen bleiben unvernünftig, aber die akzeptieren wir ganz einfach, so wie wir das Gewitter und den Regen akzeptieren, auch wenn uns der Sonnenschein meistens lieber ist. Mhm. Weil wir wissen, das eine gibt es nicht ohne das andere. Genau. Das ist die Weisheit, das sagt jeder Meister aller Meister. Mhm. Ja. Ja, so ist das Leben. Sonst noch Fragen? Ja, das ist so. Als junger Mensch dann fast an, so alte Menschen wie die Helene und den Udo zu beneiden. Ja, Helene, du hast es doch schön, oder? Ja. Ja. Du kannst genauso schön haben. Aber dein Leben ist nicht ganz so spannend wie zum Beispiel Moritz, das Moritz-Leben. Ich sage immer, wenn wir spazieren gehen mit meiner Frau und dann sind irgendwie so junge, mögen wir nochmal so jung sein? Ich sage, nee. Nur mal schon, und dann merkst du, wenn eine mit Gewalt nicht alt werden wollen, das ist eine klare Äußerung jetzt bei den Figuren, dass das vollkommen geistlose Figuren sind. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, hier meine Marion wäre so ganz schwanger geworden, wie sie 30 war, da tickt ja die innere biologische Uhr und die war total kinderfanat und das hat halt nicht sein sollen. Ich habe immer gesagt, Spatz, es ist so, wie es ist, lass es ist gut so, wenn es so sein soll, ist es, und wenn nicht, und jetzt, wenn man selten mal mit Menschen zusammen bin, ich denke mir jetzt die Situation, wir waren jetzt in der Stadt und plötzlich hier bei uns am Rathaus, wo es beim Rathaus an der Ecke war, eine mit zwei Kindern, eine im Kinderwagen, der hat Blatt wie am Spieß. Und die hatten versucht zu beruhigen. Und es hat dann so kalt bei uns am Marktplatz, das war richtig laut. Und dann schaue ich meine Marion an und sage, das ist schon schön, wenn man was Eigenes, Kleines hat, ne? Ja, gibt es auch Plus und Minus. Ja, ihr könnt ja, Gott sei Dank, es ist ja alles draußen. Es ist ja vorbei. Ist ja alles passiert. Ja, bei uns geht es schon in die nächste Etappe. Es macht halt das Programm. Und es ist immer, wenn du was hast, das Wollen und das Nicht-Wollen, du kriegst das eventuell, wenn es so sein soll, und dann machst du deine Erfahrungen. Und du wirst merken, das Plus und das Minus, die Freude und das Leid und der Ärger und die Ängste, die damit verbunden sind, sind immer null. Ja. Es ist nur das chronologische Denken. Das ist es. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Aber wenn wir das umdrehen, bleibt es immer null. Das ist der Geist, der in der Mitte ist, der heilig ist. Richtig. Der weiß, ich brauche die Einseitigkeiten, um was zu erleben. Das ist Wechsel. Ja. Ist aber in einer Zeitfensterstrecke, die genau genommen gar keine Zeitfensterstrecke ist, das ist unser Einheitskreis, das ist alles gleichzeitig. Es sind nur Blickwinkel, die immer nur jetzt sind. Mhm. Das ist übrigens ganz interessant, Redo, wenn wir jetzt hier den Sinus auftragen, ich mache das einmal, dass nicht spiegelverkehrt ist bei euch.
Wenn ich jetzt den Einheitskreis habe, ist ja unsere vier Achsen und plus minus ist gleich. Und jetzt konstruieren wir diese Blickwinkel raus. Jetzt kann man einen Sinus rauskonstruieren, der sieht ja so aus. Wir können einen Cosinus rauskonstruieren, der sieht dann noch so aus und so weiter und so weiter. Das ist normal Arithmetik, Geometrie. Interessant ist, was ich immer sage, wenn wir bei 3 Uhr beginnen und wir machen jetzt nicht das kontinuierlich in kleinen Treppenstufen, was ja immer gestuft ist, laut Infinitesimalrechnung, und zwar in null hohen Stufen gestuft ist. Unsere Reihe, die ich aufbaue, die aus lauter Punkten besteht, es ist ein Aneinanderreihen von dimensionslosen Nichtsen, die alle sich in dem Mittelpunkt befinden. Es wird dann nur auseinander gedacht, wir machen das jetzt einmal in 90 Grad Schritten, dann wird es interessant, dann wird ja der Sinus, wird er dann eigentlich eine Dreieckspannung, aber pass auf, wenn ich jetzt dann sage, Sinus 90 Grad, Sinus 180, 270, ich hoffe, das ist drauf, ich weiß nicht, wie das ist. Ja, wir sehen es. Sinus 90 Grad, 180 Grad, 270, 360 Grad, dann haben wir so einen Zacken. Ja. Aber jetzt ist interessant, da wir ja bei dem Sinus definitiv so rumfahren, ist diese Achse von 90 Grad runter zu 270, was jetzt wie eine Linie aussieht, stimmt ja eigentlich gar nicht, weil wir hier nämlich die Richtung wechseln. Das ist genau genommen Sinus 90, Sinus 180 und jetzt muss ich ja in die andere Richtung nicht durchfahren, sondern 270, es geht ja rum, es geht ja wieder zurück. Und dann bist du in einer Raute, dann haben wir das hier. Siehst du das? Ja. Zack, zack, nicht, ich muss es für euch ausmachen, zack, 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 ist jetzt der Sinus mit 90 Grad Winkel, sondern dann hast du zack, 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 zack. Und jetzt haben wir das hier und da die Nulllinie. Jetzt sind wir wieder bei dem, was ich alles mit Erklärung anfange. Das ist jetzt die zweidimensionale Darstellung, weil dann eine dreidimensionale Darstellung. Ja. Bei mir zu dem Blickwinkel, wo ich gesagt habe, für unseren Halbkreis, was dich so begeistert hat, ja nochmal zwei sind, wo man dann auch noch erhöhe, die Breitengrade, B-Reihe, ist 90, 90 oben unten einstellen müssen, dass wir vor unserer Halbkugel haben. Ja. Es ist alles, du kannst alles so lassen, wie es ist. Ein anderes Erklärungsmodell, die Dinger werden drehen und dann kriegst du eine vollkommen neue höhere Ordnung, wo du alles ineinander legen kannst. Das ist hoch. Wie heißt es dann so schön hier? Ich verweise nochmal, du bist ich am Ende, unser Feynman-Zitat, wo ich dann erkläre, mein Menschensohn hat nicht nur diese wissenschaftlichen Widersprüche alle unter den Hut gebracht, der ganz nebenbei sogar noch die ganze Metaphorik sämtlicher Religionen und aller Sprachen arithmetisch, ich erzähle dir ja, was, ob ich was in Deutsch erzähle oder in Englisch, arithmetisch in dieses System mit der Physik mit eingeflochten. Das ist wirklich, das ist die Welt formell. Aber die ist nicht für irgendwelche Menschen, die wir uns ausdenken. Und dann doch irgendwie ein bisschen, weil momentan ist ja Geist, kann ja nur in Form irgendeine Information, die in dir drin ist, in Erscheinung bringen. Wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Ja. Das Pixelmännchen Udo scheint jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir auf einem Monitor zu sein, der letztendlich auf deiner VR-Brille ist. Ein Monitor auf deiner VR-Brille, was wir Augen nennen. Aber der eigentliche Udo, das ist ja nicht der Udo, ist doch jetzt in dir. Ich bin doch jetzt in dir drin. Genau. Ja. Ich behaupte, dass du in mir bist. Kommt euch das bekannt vor? Das habe ich versucht, schon vor über 2000 Jahren zu erklären. Das nie in der Vergangenheit war. Da musste ich jetzt erst einmal über Jahrhunderte von ganz primitiven Systemen bis hin zum Computer in dir Metaphern einbauen, dass du jetzt langsam verstehst, wieso dass der Computer, der Mech-Chef, der Rechnungsführer eigentlich in dir, der eigentlich im alten Ägypten beim Pharaon schon ins Spiel gekommen ist, wenn du in deine Denach reinschaust, dass das alles ganz anders ist. Ich glaube, ich lasse mir es dann gut sein. Oh, danke. Ich erzähle immer ich selber, aber es geht nicht anders. Du merkst jetzt, wenn ich jetzt dich anrede, wenn du lange Holofeeling machst, du wirst merken, es wiederholt sich. Das, die Leute, ich habe immer so im Kopf, ich springe jetzt mal über 20 Jahre zurück, einen Vortrag eingeladen in Deisendorf am Bodensee. Ich mache jetzt, kommt jetzt gerade in mir hoch. Das war hier mit dem wiedergeborenen Jesus, mit dem Alexander. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Da bin ich eingeladen worden. Das war in dem Rathaussaal in Reisendorf. Habe ich da nicht einen Vortrag halt. Dann bin ich da hingefahren und da ist, den kann man mieten. Und da ist 14 Tage oder was nach mir, raumzeitliche Märchengeschichte wieder, die dann doch wieder stimmt und nicht stimmt.
hat es geheißen, da ist ein wiedergeborener Christus irgendwo am Bodensee, der heißt Alexander und der hat dann 14 Tage nach mir hat er einen Vortrag gehalten. Mein Vortrag ist natürlich wie immer kostenlos gewesen. Jetzt absolut vom Vortrag her, ich sage Salmide und so, wenn die verrechnen, ich weiß ja nicht, wer das gemacht hat, wer das bezahlt hat, ist vollkommen uninteressant. Also ich verlange nichts und das, ich sage immer, wenn da was verlangt, bloß eure Unkosten, wenn überhaupt. Und bei dem Alexander, der wiedergeborene Christus, hat der Eintritt 280 Mark, Mark oder Euro, ich weiß nicht, müsste nur Mark oder Euro, glaube ich war nur Mark, 280 Mark gekostet. Und hochinteressant, da waren dann Spione von dem, waren bei meinem Vortrag, wo ich gesagt habe, und die sind dann nach ein paar Minuten aufgestanden während des Vortrags und haben mit dem Umberg gesagt, ich rieche Schwefel und ist raus. Jetzt machen wir mal einen gedanklichen Sprung. 14 Tage danach, wo der Alexander den Vortrag gehalten hat, der hat fast überhaupt nichts gesprochen, sondern der hat sich hingestellt, hat die Arme ausgebreitet und hat Halsstrahlen ausgesendet. Und dafür haben die Deppen 280 Mark bezahlt. Das ist Religion. Aber was mir jetzt wichtig ist, dass in demselben Vortrag, glaube ich, da war dann einer drin gesessen, erzählt er wieder dasselbe. Das habe ich doch schon gehört, weil der schon in einem Vortrag von mir war. Ihr müsst euch vorstellen, vor 20 Jahren. Grundlagenwissen. Und ich weiß dann, meine Feddings, die waren natürlich da auch drin, meine Grubis habe ich damals gesagt, wo der Peter dann in der Pause sagt, ich habe jetzt das schon 15 Mal gehört bestimmt, weil der zig Vorträge schon gehört hat. Es ist jedes Mal anders. Diese Arroganz, darum sage ich, wenn sich was in dir wiederholt und du merkst dasselbe, es ist irgendwie fast hypnotisierend, wenn man sich versucht, meine, dieser Stimme mit all den Macken, die mit drin sind, gedanklich zu folgen. Dann ist es fast wie hypnotisieren. Du klebst förmlich an den Gesprächen, wenn du nicht permanent ja aber selber denkst, sondern nur diese Gedankengänge folgst und versuchst es zu verstehen, was die Worte ausdrücken, so wie ich das erkläre, ohne permanent zu interpretieren, dieser geschwätzige Kopf im Hintergrund, der den Mund nicht halten kann. Ja. Nein, das stimmt nicht und bla bla bla. Das macht dich blind. Darum haben es ihm intellektuell verbildete Menschen extrem schwer, diese einfachen Sätze zu akzeptieren, weil die sofort es im Keim erschlagen und es intronisiert sich wieder ihr einseitig geistlos nachgeäfftes Wissen. Ja. Indem sie sich wähnen in ihrem Wahn, dass das schon hundertprozentig sicher ist und nicht lässt sich leichter widerlegen wie religiöser Glaube. Mhm. Beweis mir doch, dass er Jesus gegeben hat. Beweis mir, dass er gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Es hängt doch immer davon ab, was man dir erzählt hat. Hast du hier ein christlichen Schwamminhalt oder hast du einen muslimischen Schwamminhalt? Da gibt es nichts zu beweisen. Du kannst das eine wie das andere weder überprüfen noch in irgendeiner Form widerlegen. Du kannst es ihm weder glauben oder nicht glauben. Das ist bei Holofeeling alles vom Tisch. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, sage ich zu euch, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Und der Nikodemus sagt, Meister, ich kann doch nicht wieder zurückkriegen in den Leib meiner Mutter. Ja. In die Matrix. Ich sage, nein, du bist noch mittendrin in der Matrix, in dem Kinofilm Matrix. Mhm. In dem Kinofilm Inceptions. Ja. Oder computertechnisch in dem Kinofilm The 13th Floor, der 13. Flur. Mhm. Du steckst mittendrin. Mhm. Du bist da noch nicht draußen. Der Toni ist draußen. Mhm. Jetzt symbolisch gesprochen. Ja. Das ist der einzige Weg, der aus dieser Matrix herausführt, ist, dass man wach wird. Ihr Deppen nennt es Auflösung und Sterben und Tod und dann ist alles aus. Nein, dann beginnt alles erst wirklich zu leben. Nicht nur ein Scheinleben, konserviertes Leben in einer Konserve. Das ist Konserve, Filmkonserve. Die Samaritter, die Barmherzige, das ist dieses Konservieren. Mhm. Wissen konservieren, das machen Moser, das machen Moserer. Traditionalisten, sogenannte Ethik, die ethischen Menschen, das, was für dich so extrem, die Ethik, die menschliche Ethik, was bisher so extrem positiv war, muss her, wird plötzlich, kriegt diese extrem negative Seite dazu. Und bei Holofeeling sage ich dir nicht, das oder das stimmt, sondern was ist der gemeinsame Nenner, das Heilige dazwischen? Holofeeling. Meine Pfingstansprache. Das Wort zum Sonntag. Immer, Sonntag. Der Sonntag ist immer heute. Der Sonntag. Mehr heute. Genau. Ja. Das wäre eine schöne Überschrift. Mach das, Redo. Der Wort zum Sonntag.
Mir fällt immer nichts mehr ein für solche Geschenke. So ein Geschenk. Okay, jetzt lassen wir es aber gut sein. Ein Geschenk, okay. Danke. Wir spielen noch ein Leben und schauen, wie es weitergeht. Ja, was der Warnum uns macht. Das ist auch immer wieder Sache von ich will und ich will nicht. Lassen wir das Wake the Dog in uns wirken. Ja. Wie auch immer. Genau. Viel Spaß. Okay. Bye.